einen wunderschönen guten Abend. Es ist Tag 2 der MAM-CD. Wie ihr mitbekommen habt, geht es jetzt um PowerPoint-Karaoke. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, PowerPoint-Karaoke, böse Zungen behaupten, 2/3 aller Vorträge auf CCC, wenn es in PowerPoint-Karaoke, weil die Vortragenden nicht wissen, was auf der nächsten Slide kommt. In diesem Fall ist es aber gewünscht. Wer das noch nie gemacht hat, schaut euch mal die ersten 2 Versuche an. Wer hat schon mal PowerPoint-Karaoke mitgemacht? Ah, wir haben schon die ersten Freiwilligen, sehr schön. Für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, wir haben auch flüssige Vitamine zur Stärkung vor dem Vortrag. Macht es. Und wie das genau funktioniert, glaube ich, Hausmaus, erklärst du am besten. Ne? Sehr gerne. Herzlich willkommen, viel Spaß beim PowerPoint-Karaoke. Vielen lieben Dank. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr um diese Zeit noch so zahlreich hier seid. Ich möchte mich bei euch bedanken, dann möchte ich mich bedanken für unsere mobile Chunkbar, die für euer leibliches Wohl sorgen wird. Das heißt, falls ihr doch noch Verdurstungserscheinungen oder Dursterscheinungen habt, könnt ihr die dort mit Chunk befriedigen. Dann sage ich noch vielen lieben Dank an die Wesen auf der Couch. Da kommt gleich noch ein Wesen, das gesellt sich dann noch dazu. Auf der Couch sitzt die Jury. Die Jury wird die Performance der Präsentatoren bewerten. Und wie schon vorgestellt wurde, gerade eben vom Herold, ihr könnt euch melden zur Präsentation. Das da sind die Präsentationen. Das heißt, die letzten beiden Dateien nicht. Das eine ist das Excel-Sheet und das andere ist der Link zu dieser ganzen Geschichte. Die anderen Dateien sind die Präsentation und ihr könnt frei wählen, welches dieser Dokumente geöffnet werden soll. Und natürlich werdet ihr wie immer bei einer Präsentation daran gemessen, wie professionell und wissend zu eurem Thema ihr die Präsentation vortragt. Wir haben damit eure Präsentationen vorbereitet. Bitte macht euch klar, die sind natürlich so, wie ihr sie uns übergeben habt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das irgendwie 10 oder 20 Slides sind. Es kann aber auch mal sein, dass ihr euch nicht so kurz gefasst habt und vielleicht, dass ein paar mehr Slides sind. In solch einem Fall bekommt ihr einen Klicker. Ihr könnt dann auch selbst weiterschalten oder ihr könnt sagen, dass ich das für euch machen soll. Das könnt ihr frei euch überlegen. So. Liebe Couch, seid ihr bereit und aufnahmefähig? Da kommt, das Mikro möchte gerne geöffnet werden, auch für die Couch. Ja? Okay. Ja, letzte Reihe, hallo? Du musst zurückwinken. Ja, das kommt an, das ist gut. Also, Technik läuft, ich denke, wir sind bereit. Alles klar. Die Couch wird auch für das leibliche Wohl der Präsentatoren weiterhin sorgen. Da sind schon ein paar Dinge vorbereitet für die Menschen, die dann also vortragen. Die Gläser sind wohl ein bisschen kleiner als üblich. Ausmaus, ich kann dazu sagen, also aus meiner Erfahrung als Speaker auf vielen Veranstaltungen, gerade wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, ist man ja schon mal ein bisschen nervös. Also haben wir da ein paar Vitamine vorbereitet. Ihr könnt euch einfach bedienen. Da ist auch eine Flasche im Worst Case. Mal gucken, ob es so schlimm wird. Also ich vermute, so viel braucht ihr jetzt nicht, aber nehmt ruhig, das hilft auch öfter mal. Okay. Und wenn es schlimm wird, das ist nur für die Präsentatoren, nicht für die Teilnehmer. Achso, und wichtig, egal wie schlimm es wird. Ja. Wichtig ist natürlich auch noch bei der Präsentation, man hat immer ein beschränktes Zeitkontingent. Und das Kontingent ist circa 7 Minuten pro Person. Dann gibt es 3 Minuten etwa für die Jury zu bewerten. Und dann wäre der Gedanke, dass dann die nächste Präsentation kommt. Das bedeutet, der Plan ist, dass mit dem ursprünglichen Zeitkontingent wir etwa 5 bis 6 Präsentationen durchbekommen. Ihr könnt das aber ein bisschen mitbestimmen, weil wir haben ein paar mehr Präsentationen und wir haben ein paar mehr Menschen hier und das ist die letzte Präsentation. Also ich bin bereit und ich denke, die Couch auch und ich könnte mir vorstellen, die mobile Chunkpa auch, dass wir auch bereit wären, das noch ein bisschen zu erweitern, wenn da noch mehr Stoff bei euch ist, was gerne vorgetragen werden möchte. So, und jetzt ist die Frage,
Menschen vor, wer möchte gerne eine Präsentation in PowerPoint machen. Cyriax. Hi, Hausmaus. Grüß schön, dich. Das freut mich sehr, dass du da bist. Und ich hätte gerne die, meine Präsentation war die... Man hört mich nicht, sorry, tut mir leid. Also wenn ich das Mikrofon... Passt das? Ja, das passt. Ja, fein. Alles klar. Meine Präsentation war die 313699. Okay, die 313699, dann bereite ich die schon mal vor. Also ich habe keine schöne Zahl. Er konnte nie Nummer sehen, aber er konnte nicht sehen, was sich dahinter verbirgt. So, 313699 öffnet sich. Kleinen Augenblick. Ich setze mich mal, damit ich dir nicht im Weg stehe. Ja, okay, mach das. Die Zeit beginnt natürlich erst zu laufen, wenn die Datei auch offen ist. Ich sehe noch die Sanduhr, kleinen Augenblick. Da ist die Präsentation. So. Da. Bildschirmpräsentation. Ab erster Folie anzeigen. Mal gucken, was da passiert. Passiert da was? Da passiert was. Und ich würde sagen, du hast gerade, glaube ich, ein bisschen weitergeschaltet. Ja, genau. Ab sofort laufen deine 7 Minuten. Und liebe Anwesende, Cyriax mit der ersten Präsentation, das hat auch was mit Vitaminen zu tun, habe ich mir sagen lassen. Applaus. Ja, hallo. Was? Nein, alles okay. Ich hatte eben gerade schon genügend 43er. Alles super. Ich bin sozusagen vorvitamint. Danke, ich bin vorvitamint. Aber um Vitamine geht es hier auch in meinem Talk, The Study of Vitamin D Deficiency Among the Elderly, Insights on Katar. Also ich gehe mal davon aus, das ist klingonisch, ich kenne das nicht. Das ist, aber es ist eine Metastudie. Also macht euch keinen Stress drüber. Es geht hier um Vitamine. So. ich bin offensichtlich Dr. Navas Nadukandil und habe natürlich studiert, so wie viele andere auch, aber nur die Besten haben dieses MD dahinter und vergessen den Punkt dahinter. Mein Fehler korrigiere ich später. So, okay. Ich habe natürlich nicht alleine gearbeitet, hier seht ihr mein Team. Seht ihr selber, sind aber nicht so wichtig. Genau. Kommen wir also zum Hintergrund. Hintergrund ist sehr wichtig. Dieser Hintergrund ist weiß. Wer wusste das? Wer weiß das? Ha, sehr schön. Dann ist ja ein Lernerfolg heute eingetreten. Hintergrund weiß. Man beachte, das Wort Hintergrund in dem Fall ist rot. Es geht hier um Vitamin D. Vitamin D ist sehr wichtig. Auch für Knochen und sowas, aber im Grunde genommen ist das Schönere, das Interessantere, wie immer, was passiert, wenn ich Menschen überhaupt kein Vitamin D gebe. Darum drehen sich also unsere Experimente. Wir haben das in Katar gemacht. Einfach, ihr wisst schon, Menschenrechte und so. Genau, was war unser Ziel? Unser Ziel sozusagen war dabei, zu schauen, in wie vielen Vitamin D überhaupt wichtig ist und was die Leute in Katar, vor allen Dingen die alten Leute, die braucht man nicht so sehr irgendwie machen. Dann haben wir Hydroxyvitamin D 2512 OHD. Schreibt ihr das mit? Wer schreibt das mit? Alles klar. Sehr gut. Alles klar. Skript könnt ihr euch bei ihm abholen. Die Slides übrigens kann ich später teilen und die URLs im Internet gibt es wirklich, bis auf eine Präsentation. Alles klar. Danke, Hausmaus. Okay, wie haben wir die Studie durchgeführt? Sozusagen, wir haben in der Geriatrie nachgeschaut, weil da findet man alte Leute. Ihr kennt das selber, wenn ihr alte Leute haben wollt oder so, schaut ihr nicht im Kindergarten. Meistens, das war irgend so ein Hospital, Rumilach Hospital. Da gab es Patienten, die kamen rein, die kamen raus. Alles nicht so relevant. Wir haben uns Altenheime angeschaut. Auch da gibt es alte Leute. Das ist sehr wichtig, wenn ihr Studien durchführen wollt, die leicht moralisch fragwürdig sind, alte Leute. Hey, so alt bin ich noch gar nicht. Ich hab mit meinem Vorgänger zusammen Abi gemacht. Wir sind beide noch nicht so alt. Nicht so alt. Kommen wir also zu den Teilnehmern der Studie. Sozusagen, wir haben insgesamt eine Menge Patienten uns angeschaut. Die waren auch alle durchdesignt. Alte Personen kann man noch formen. Das ist nützlich. Wir haben sie durchgemessen.
dazu haben wir Datenextraktionstools benutzt. Datenextraktionstools, ihr wisst das, die Daten sind tief, die muss man extrahieren. Auch sehr wichtig, okay, kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingsthema, Statistiken. Statistiken sind sehr wichtig. Fertig. Ihr habt alle gelernt, wie das geht. Es gibt Tests. So, Cont. Die Folie stand für sich selber. Hier sehen wir also unsere Resultate. Unsere Resultate stimmen mit unserem Background Research überein. Ihr seht, die Resultate sind auch wie der Background weiß. Und darum geht es ja. Was weiß man nicht? Das ist das, worum es in der Wissenschaft geht. Cont. Du hast durchgeblättert. Na gut. So, diese Tabelle ist blau und weiß. Das ist dein Unterschied. Es geht immer noch um Vitamin D. Ja, ich hoffe, ihr habt das nicht vergessen, ne? Das ist eine Studie über Vitamin D, aber Tabellen sind sehr wichtig. Cont. Wir haben hier eine weitere Tabelle. Auch diese Tabelle ist blau und weiß. Sorry, ich muss mich ein bisschen an die Zeit halten. Wir haben noch... 2 Minuten. 15. Ja, wir haben noch 2 Minuten, aber wir haben noch die Hälfte der Folien vor uns. Keine Angst, das meiste sind Backup-Slides. Ja, die sind für, wenn die Jury noch Fragen stellt. Also auch hier, wir sehen viele Dinge. Ganz wichtig, wir haben die alten Leute gefragt, ob sie schon verheiratet sind oder nicht mehr verheiratet sind. Die sterben ja auch weg und die Ehe ist in Katar sehr wichtig. Jetzt zur Abwechslung mal eine Tabelle, nun mit einer neuen Farbe. Wir haben den Background weiß kennengelernt, wir haben blau kennengelernt, jetzt auch gelb. Und ihr seht auch wieder hier in gelb Vitamin D. Das ist das, worum es im Vortrag ging. So, und jetzt kommt das, worauf ihr alle gewartet habt. Alle. Graphen. Hier seht ihr also nun den Graphen. Er hat Daten. Diese Daten suggerieren euch, die Forschungsgelder, die ihr in uns investiert habt, waren nicht vergeblich. Ich würde gerne an dieser Stelle schon fast den Vortrag beenden, aber ich habe noch eine Minute. Was? Frage? Sind die Klingon-Ergebnisse auf Menschen übertragbar? Die Antwort ist, kommt drauf an. Ja. Das Problem an Menschen ist, Menschen essen wenig Gach und wie wir alle wissen, Gach ist eine große Vitamin-D-Quelle. Schwierig. Aber wie man sieht, geht die Linie hoch und das sind doch positive Ergebnisse. Jo. Mit diesen Worten verabschiede ich mich auch irgendwie sozusagen endlich von euch. Schaut nochmal auf den Graphen, überzeugt euch, dass die Daten die richtigen sind. Do your own research. Auch ihr könntet diese Daten plotten. Matplotlib regelt. Danke. Und ich übergebe jetzt an Hausmaus wieder. Vielen Dank, Syriax. Sehr schön. So, jetzt die Jury zu ihrer Bewertung deiner Präsentation. Ich muss sagen, eine Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen, bevor ihr anfangt. Also, du hast ja gerade noch so die Kurve gekriegt am Ende, aber ich finde, die Präsentation ist schon erst etwas textlastig. Also Hausmaus, ich würde sagen, er ist in der Kurve geradeaus weitergefahren, aber strack der Nase nach. Also er hat sich ja vorvitaminisiert, das war ja schon in Ordnung, dann, aber ich befürchte, er hat seinen eigenen Namen vergessen, also definitiv das falsche Vitamin genommen. Und du hast darauf hingewiesen, das Result wäre weiß. Nein, der Background war weiß, das Result war rot, die Schrift war rot. Also das wirft für mich diese ganze Studie über den Haufen und stellt da Sachen in Frage. Was Sie da sagen, lieber Herr werter Kollege, ist sehr, sehr wichtig. Wir haben das natürlich schon in einer Folgestudie sozusagen beantragt. Ja, sozusagen die Mittel sind bereits beantragt. Also wenn Sie uns einfach mehr Forschungsgelder geben könnten, dann könnten wir auch den Unterschied zwischen weiß und rot kennenlernen.
Das ist schon mal gut, weil ganz prinzipiell, also das mit diesem Menschenrechten, ich meine, in der Forschung, da muss man schon mal drauf verzichten, um Ergebnisse zu bekommen. Das ist natürlich meine klar. Regel. Aber am Ende sind wir hier in 2023 und da noch bestimmt 2 Minuten darauf zu beharren, dass es weiß ist. Also ich dachte, wir sind weiter, Herr Kollege. Es gibt mehr als nur weiß und ja, die Unterschiede sind noch nicht ganz klar, da brauchen wir mehr Gelder, aber wir wissen ja schon, es gibt mehr als nur weiß. Warum eine Studie, die so sehr auf weiß fokussiert ist? Datengrundlage. Es handelt sich hierbei um eine Metastudie. Wir sind dabei nicht schuld. Schuld sind die Leute, die die anderen Studien gemacht haben. Aber wir könnten mit mehr Forschungsgeldern dazu beitragen, diesen Unterschied weiter zu erforschen. Zuerst muss ich feststellen, das mit dem Feedback annehmen funktioniert ja heute nicht, ne? Wir geben Feedback, da antwortet man nicht drauf. Ne? Das nimmt man an und sagt danke für das Feedback. Ne? Cool. Und die Hintergrundfarbe der Schrift, die Schriftfarbe, ne? Passend zur Kleidung heute, ja. Hätte man auch besser zur Deutung bringen können. Diese ganzen M's während der Präsentation, also technisch, das geht gar nicht. Und das Wichtigste wurde vergessen, ne? Vitamin D in Relation zu dem Fettanteil im Körper wurde gar nicht erwähnt und 11 Menschen sind während der Studie gestorben. Das haben wir gar nicht mitgekriegt. Das wurde hier einfach verschleiert. Danke, dass Sie auf diese sehr wichtigen Dinge eingegangen sind. Danke. Nichts weiter. So funktioniert Feedback. Ja, ja. Danke. Und auch immerhin lernfähig. Aber was mir in der ganzen Präsentation auch fehlte, ja, es ging um Vitamin D, aber einmal kurz zu sagen, wie viel Vitamin B eigentlich in dieser Studie doch drin war, das wäre schon der Transparenz schon wichtig gewesen. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal und gebe zurück. Herzlichen Dank, Syriax. So, ihr Lieben, ihr habt jetzt einen Eindruck Syriax, bekommen. Du hast deine Vitamine vergessen. Stimmt. Einmal D und einmal B. D ist ganz links, B ist ganz rechts. Zum Wohl. Oh. Vielen Dank, Syriax. So, also ihr habt gesehen, wie prinzipiell so ein PowerPoint-Karaoke-Vortrag abläuft. Ihr habt auch gesehen, die Vor- und Nachbereitung, wie die funktionieren kann. Wer möchte gerne die nächste Präsentation machen? Ich sehe hier 2 Hände. Du warst zuerst. Dann sehe ich da noch eine dritte Hand. Ich merke mir du und du hattest danach dich noch gemeldet. Okay, kommen wir bitte gerne vor. Sag mir, wie heißt du? Jens. Jens. Also, ihr Lieben, wir sehen gleich eine Präsentation von Jens. Hast du schon Gelegenheit gehabt, dir auszusuchen, welche Präsentation du gerne... Ich kann es eh nicht lesen, also von daher gerne aus. Ja, das überfordert mich. Also wir müssen das ja schon ordentlich machen. Hier ist es nochmal in größer, das habe ich auch für mich gemacht. Dann nehme ich die 15.2.1 irgendwas. Die 15.2.1 irgendwas, das ist diese hier. Okay, dann öffnet die sich gerade. Wenn du willst, kannst du den Klicker haben. Also, du kannst damit, der hat auch einen Laserpointer. Also wenn du was Bestimmtes hervorheben möchtest, kannst du das auch entsprechend hervorheben. Bitte was? So, und ich habe mir sagen lassen, das hat was mit Astronomie zu tun, was wir von dir hören werden. Wirklich? Also, ihr Lieben, damit die astronomische Präsentation von Jens. Applaus! Und auch du hast ab sofort 7 Minuten. Hervorragend. Könnt ihr mich alle gut hören? Technik läuft hervorragend. Liebe Fachkollegen, heute geht es um neueste Erkenntnis über den Kuipergürtel. Wie ihr alle wisst, Asteroiden, Sonnensystem, ganz weit außen. Aber zuerst, glaube ich, starten wir mit einem Rückblick. Und deine Vorbereitung, du hast noch gar keine Vitamine eingenommen. Ja, ich habe auch schon vorbereitet. Okay. Alles gut. Der Kuipergürtel wurde vor einiger Zeit entdeckt. 49, ist schon ein bisschen was her. Und über längere Zeit weiter erforscht. Aber ich denke, das wisst ihr alle. Von daher gucken wir ein bisschen weiter rein, wie es aussieht. Die Oortsche Wolke ist eine große Wolke an Asteroiden außerhalb des Sonnensystems und die weit, weit außerhalb der Plutobahn. Und ist die hypothetische Reibungsregion von bestimmten Kometen. Für uns natürlich besonders interessant in der Astronomie zu wissen, kommen die wirklich daher oder kommen sie vielleicht von ganz woanders? Man weiß es nicht, aber schauen wir doch mal.
Weitere Forschungen ab den 80er Jahren bis in die 90er Jahren zeigten, dass die Plutobahn wirklich nur die innere Grenze ist und dann geht es wirklich, wirklich ganz weit raus. Und was bedeutet das für uns? Wie sieht da eigentlich dieser Gürtel aus? Wie sieht die Oortsche Wolke aus? Meistens aus Objekten, kleinen Objekten, großen Objekten und kleinen Schriftarten, die ich von hier gar nicht gut lesen kann. Deswegen überspringen wir einfach mal zur nächsten Folie. Bitte einer notieren, ne? Also wer die Folien geschrieben hat, bitte feuern, danke. Ohne Altersvorsorge. Also es wird jetzt gleich ganz anders auf der nächsten Slide, wie du siehst. Genau, ich will ja keinen verwirren. Ne? Also diese klassischen NASA-Folien mit bunten Bildern und so. Ich denke, das ist was irgendwie für den Pöbel, ne? Nicht für euch. Ihr könnt ja alle lesen. Und dann bleiben wir doch mal dabei. Also wichtig ist, wir bewegen uns im Rahmen 42 bis 48 AU, also astronomische Einheiten, Entfernung Erde-Sonne. Das ist wirklich weit draußen. Man kann es auch kaum sehen. Die Dinger strahlen ja nicht selber. Und von daher ist die Erforschung auch relativ schwierig. Vor allem sind sie relativ klein, diese Objekte. Ne? Batterie leer? Guck mal. Hervorragend. Diese Folie zeigt nochmal ganz deutlich, dass ich bereue, dieses Slide-Deck gewählt zu haben. Denn auch die nächste Folie, wie ihr sehen werdet, hat kein einziges Bild, das man irgendwie frei interpretieren kann. Soll uns aber auch nicht weiter stören. Machen wir mal weiter. Hervorragend. Es gibt ein paar klassische Objekte, die sich im Kuiperbelt befinden. Es gibt ein paar massive, planetenähnliche Objekte, natürlich deutlich kleiner als das, was wir hier so in den 9, mittlerweile 8 Planeten, einer hat hier abgedankt, zu sehen bekommen. Und da der Gürtel so groß ist und so weit draußen ist, eignet es sich eigentlich auch ganz hervorragend dazu zu erforschen, was ist eigentlich früher passiert. Zum Beispiel können wir anhand von Deformierungen im Gürtel erkennen, dass vermutlich irgendwann mal ein anderer Stern an unserem Sonnensystem vorbeigezogen ist und den Gürtel verzogen hat. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch 3 Minuten und 12 Sekunden. Ah, ist okay, sprich hin. Die Slides sind eh alle gleich aus. Das ist völlig egal, ich erzähle. Genau. Ganz weit draußen, so bei 50 AU, haben wir festgestellt, dass genau dieser Stern vorbeigezogen ist. Das wurde so im Jahr 2000 nochmal erforscht. Witzigerweise, diese kleinen Planeten, die draußen heißen, die nennt man Plutinos, kleine Pluto-Planeten, die auch keine Planeten mehr sind, sondern nur noch Minimis. Aber so ist es halt. Was auch immer. Du gehst da echt wirklich intensiv drauf ein, auf die Plutinos. Ich ja, es gibt viele Plutinos und ganz wichtig ist dieses 3:2 Verhältnis zwischen Plutinos und Nicht-Plutinos, dass hier nochmal ganz klar herausgestellt wird. Die meisten sind noch zwischen 100 und 1400 Kilometer groß, was tatsächlich für ein Plutino eine ordentliche Größe ist. Ne? Das darf man auch nicht, einfach unter den Tisch kehren. So, wie kam diese 3:2 Zusammensetzung von Plutinos zustande? Ehrlich gesagt, man weiß es nicht genau. Man geht davon aus, dass sich die radiale Migrationen gebildet haben, aber die Erforschung dazu läuft tatsächlich noch. Und ich könnte kotzen. Interessant ist auch, dass sich in diesen Plutinos Objekte befinden, die tatsächlich deutlich größer sind als der ehemalige Planet Pluto. Was erklärt, worum er abgedankt hat und jetzt nur noch ein Rentnerdasein als Ex-Planet führt und draußen seine Bahnen zieht. Folgende Slides für euch zur kurzen Durchsicht. Ne, als Mathelehrer, Studierte, kennt ihr das ja alle. Mitschreiben, aufschreiben, später lernen. Geh mal durch. Naja. Alles gut. So, aber nicht alles ist nur im Gürtel. Ne, Teile sind auch verteilt. Da gibt es viele Untersuchungen zu mit tollen astronomischen Einheiten und Mensch, 12.000 mal 8.000 Pixel Geräten. Da kann mein Fernseher nicht mit anstinken.
Was zum... Ich glaube, das ist der Moment, wo ich fast aufgebe, was natürlich gar nicht stimmt, weil... Die spannende Frage ist, ist Sedna wirklich ein Komet, der aus der Oortschen Wolke kommt? Was ja die Ursprungsfrage war, die wir jetzt lang und breit dargelegt haben. Und die Antwort ist, wir wissen es immer noch nicht. Und wir brauchen tatsächlich neue Forschungsgelder, nicht für diese komische Vitamin-D-Studie, die sowieso keinem was bringt. Wir müssen wissen, wo Sedna herkommt. Um das nochmal zu zeigen, es könnte sogar ein Planet sein. Nicht Planet X, das wissen wir jetzt, aber irgendein anderer. Und das ist ein fantastisches Schlusswort. So. Und eine Grafik. Und eine Grafik. Und um nochmal zu sagen, liebe Kollegen, darum brauchen wir mehr Geld als diese komische Vitamin-D-Studie. Wir wissen nämlich, wie Farben funktionieren. Herzlichen Dank, also, Jens. Woo! So. Ich muss ja noch Danke sagen. Jetzt ne? Die das ist eine fantastische Idee. Also über Geld können wir reden, vor allem wenn wir über Auflösung reden für gewisse Bilder. Dann können wir definitiv über Forschungsgelder reden. Die sind im französisch-kanadisch-hawaiianischen Teleskop gerade hier nicht zur Verfügung. Mehr Bilder, weniger Text wäre eine fantastische Idee, weil also ich mit meinem fachlichen Hintergrund von astronomischen Einheiten bin stellenweise dem Lesen nicht mehr ganz hinterhergekommen. Und du hast eine ganz essentielle Sache vergessen, in Ruhe zu erklären. Den süßen, lieben, kleinen Pluto. Das stimmt. Es muss doch einfach mal jemand an Pluto denken. Und seine kleinen Plutonoiden. Das es betrifft die mich auch. Die kennen wir jetzt tief, alle, glaube ich, zur Genüge. Ich sage 3-2. Aber der Pluto! Also auch generell. Also ja, es wurde ja schon hingewiesen, dass Bilder sind sehr hilfreich. Und ja, wir sind hier in einer Vorlesung. Aber vielleicht wurde es etwas zu ernst genommen mit dem Vorlesen an dieser Stelle. Also reine Texte schafft hier auch jeder selbst. Also hoffe ich, ich meine, bei manchen Studierenden frage ich mich auch, ob die wirklich lesen können. Da hilft eine Vorlesung in dem Sinne. Aber stellen Sie, also auch der Kollege vor Ihnen, klar, Verbesserung ist da ganz viel Potenzial da. Aber da wurden immerhin Bilder benutzt, um Verdeutlichung von dem, was Sie uns erklären wollen und nicht stumpfes Vorlesen eines Papers. Das im Zweifel noch nicht mal Sie geschrieben haben, es stand nirgends. Ja, richtig. Ich glaube, ich habe eine Theorie, warum das mit den Bildern so ist, wie es ist. Er hat gesagt, ich mache hier künstliche Intelligenz, AI, ne? Das kennen wir alle, aber da gibt es ja verschiedene. Und nur um hier heute zu stehen, hat er gesagt, hier ChatGPT, ich brauche was zum Kuipergürtel, mach mir Folien voll mit allem, was du so finden kannst. Natürlich gibt es da keine Bilder, sondern nur Text, so wie es hier war. Und das war so langweilig für uns, wir mussten uns nach 30 Sekunden schon mit Alkohol versorgen, sonst hätten wir das nicht überlebt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, mein Delhi-Token ist abgelaufen, ich konnte nur ChatGPT. Das mit dem Feedback habe ich ja eben schon mal erklärt, ne? Das nimmt man an und sagt Danke. Ich nehme die Erklärung gerne mit, ich habe auch direkt eine Runde Ablage mitgebracht. Ich sage vielen Dank, liebe Jury, fürs Feedback. Hier ist noch ein bisschen Vitamin für den Abschluss, Jens. Ja, bin mir nicht sicher, ob ich das nicht bereuen werde. Und liebes Publikum, wir sind natürlich sehr dankbar und verabschieden Jens mit einem herzlichen Applaus. So, wer ist denn der Nächste? Du im grünen T-Shirt hattest dich als Nächstes gemeldet, dann die Herrschaft mit den Hasenohren und dann sehe ich hier ein violettes und dann sehe ich dich. Also grün als Nächstes, bitteschön. Und ich markiere hier diesen Vortrag als zweiten gelesenen. Ich hoffe, die Überschriften sind jetzt auch so grün. Du kannst dir dort oben oder auch hier am Bildschirm, wie dir das lieber ist, kannst du dir eine Präsentation aussuchen. Hier sind aber nicht alle angezeigt. Du siehst, hier sind unten noch ein paar. Übrigens, eine hat einen etwas anderen Dateitypen. Das ist dann mehr textlastig. Aber das hast du ja schon gesehen. Das wäre halt dann keine PowerPoint-Präsentation, sondern ein PDF. Aber also fühl dich davon nicht gehemmt, das vielleicht auch zu nehmen. Such dir einfach eine aus, die du gerne präsentieren möchtest. Ich nehme die X01. Nee, die X. Die X sind die, die gerade schon gehalten wurden. Ach so, sorry. Dann du einfach nur reinsprechen. Einfach reinsprechen, so wie es ist. Die 173525. Die 173525, okay. Dann nehmen wir die. Geht schon auf. Ah, das ist die, die ein bisschen lädt. Ah, da ist sie.
So, ich glaube, ja, da ist auch ein bisschen Auflockerung da, nicht nur Text. So. Genau, das hier ist der Klicker, damit kannst du selbst die Slides dann weiterschalten. Und hier gibt es noch Vitamine zur Vorbereitung, falls du dich noch wappnen möchtest. Danach. Okay. So, dann bitteschön und so wie alle anderen auch. Achso, wie heißt du bitte? Raisuli. Raisuli. Also Raisuli, du hast, wenn der Applaus abebbt, 7 Minuten. Aber damit begrüßen wir erstmal Raisuli. Danke, danke. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation, der Fluggercode Design Physics and Application. Hauptersteller dieser Präsentation sind der Herr Faso, Herr Ferrari, Herr Ranft und der Herr Salzer. Beigetragen haben auch andere Kollegen wie der Balliston, Ceroli, M. Gassel und so weiter. Ich glaube, wir sehen das nicht so eng mit den Credits. Ja, mach mal weiter. Geh mal weiter. Alles, kann man alles nachlesen. Du hast noch Sponsoren dabei, sehe ich hier. Wir hatten auch riesen Unterstützung von unseren Sponsoren. Viel dabei, NASA, ganz groß. Vielen Dank an NASA. Der generelle Grund für eine Flugkar-Anwendung ist, das Umsetzen eines Transportfahrzeugs, Beschleunigung durch Schilde und Protonenbeschleunigung, wie auch das Aktivieren und Erkennen vom Design, Beschleunigen, wie auch Physik und Therapie und so weiter. Kommen wir mal zu den Fakten. Es gibt 60 verschiedene Arten, sich fortzubewegen. Teilchenbeschleuniger, Nuklearbeschleuniger, elektronisch-magnetische Beschleunigung, geladene Beschleunigung, Transport, Neutrino und so weiter. Hauptfeatures unserer Beschleuniger sind nicht nur, dass sie sehr genau sind, sondern auch sehr doppelt so kapazitätsfähig sind. Und eine benutzerfreundliche GUI haben. Muss ja von jedem Piloten, Raumfahrer bedient werden können. Code ist. Ja. Also, ihr habt 2 verschiedene Designphasen für den Code durchlaufen, verstehe ich. Genau, da haben wir lange getüftelt. Wir haben da Möglichkeiten ausgenutzt, wir haben da Methoden angewendet, wir haben da AI draufgeworfen. Da kommen sogar noch mehr Phasen. Es ist kein Werkzeugkasten, dieses Flugzeug. Das ist einfach, es ist Magie. Es ist Magie. Wir haben eine gute Umgebung dafür gehabt, um diese exotische Erweiterung umzusetzen. Wir haben Vorhersagen gemacht, wir haben geforscht, wir haben just do it, wir haben Dinge gemacht. Möchtest du Rückfragen zulassen? Ich sehe ja eine Handmeldung. Ah, Fragen, genau. Ich wiederhole nochmal die Frage, also auf einer Folie vorher stand, ihr habt PSI genutzt und er fragt, wie viel PSI habt ihr denn verwendet für eure Studium? 9100. Also richtig viel Druck haben wir aufgewendet. Okay, ja, danke schön. Passt, gut. Du hast jetzt, das ist deine verbleibende Zeit. Ach, soll ich schon das zulegen? Ich sehe, ihr habt noch mehr als nur die 2 Designphasen gehabt. Ich habe ein paar vorhin. Kommen wir mal ein bisschen Statistik. Ich muss darauf hinweisen, du hast jetzt 10% deiner Folien abgearbeitet. Ja. Also 12 von 120, das ist schon reichlich für so eine Audience in 7 Minuten. Jetzt kommen die Statistik, ein Graph. Also wir haben schwach angefangen und stark zugelegt. Man merkt auch, da sind mehr Mittel reingeflossen. Die Auflösung ist besser, oder? Also schwach angefangen, stark zugelegt, so muss es sein. Wir haben hier
mit 80,5 Megavolt Spannung draufgegeben und kam zum Ergebnis, dass wir zum Nuklearbeschleuniger gegriffen haben. Da ist einfach Energie hinten dran, da muss man einfach zugreifen. Wie gesagt, hohe Energie, viel Energie muss man umsetzen. Ich verstehe das so, ihr habt den Hadron richtig unter den Rock geschaut. Genau, genau. Wir haben einfach hier noch weitere Statisten. Einfach hier der Peak zu sehen, schwach angefangen, stark zugelegt und durchbeschleunigt. Durchbeschleunigt. Und noch mehr Grafiken, wow. Das sieht richtig wissenschaftlich aus. Wie absorbiert, wie umgesetzt, Fluka, das ist einfach die Zukunft, das ist kaum zu glauben. Wir haben auch Methoden angewendet, um diese Beschleunigung zu verstärken. Wir konnten von 9.000 auf 50.000 aufsteigen. Und da habt ihr noch mehr Grafiken, das ist ja, ja der Hammer. Unglaublich, wie viel Statistik man sammeln kann. Einfach viel Energie drauf werfen, dann klappt das schon. Die Kühlung haben wir von Grund aus ausgelassen, das hat trotzdem geklappt. Wir haben viel Metall drauf geworfen. Wir haben vom Mega sind wir auf den 5 Gigavolt Bereich gestoßen. Wir haben einfach unglaublich. Unglaublich einfach. Wir haben auch zum 3-Teilchen-Beschleuniger gegriffen und beschleunigt. Und das Ergebnis ist einfach Fluka. Und ihr habt dann richtig viele Grafiken als Ergebnis. Das ist ja der Hammer. Also die Messvergleiche, die wir aufgestellt haben. Also das wird einfach Zukunft haben. Das ist... Kommen wir zum Fazit. Irgendwelche Fragen noch in der Runde? Also ich glaube, die nächste Grafik zeigt noch mal so ein bisschen den Verlauf. Verlauf. Anfangen, stark anfangen. Und stark nachlassen. Ja. das wäre es meine Präsentation. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf den Punkt. Als hättest du es dafür getimt, Reis-Uli. Herzlichen Dank für deine Präsentation. Die Jury, ja genau, die Vitamine sind wichtig. Liebe Jury. Also ist der Erste, der vor unserer Bewertung trinkt, das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Aber ich muss ja sagen, du hast mich auf der ersten Folie gehabt. Du hast die Überschriften in derselben Farbe des T-Shirts. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Beim nächsten Mal vielleicht noch die Hose in grün, das wäre fantastisch. Aber gut, es war ein Anfang. Es wäre so eine kleine Erklärung der Abkürzung Fluka, wäre fantastisch gewesen, weil wir wissen ja, wir wissen, wovon Sie erzählen, aber, werter Kollege, aber die Studierenden doch nicht. Ich glaube, Sie wissen es immer noch nicht. Ja, da haben Sie recht, Grundlagen fehlen einfach. Ich habe halt mit angefangen, Anfang leider ausgelassen. Ich bin halt mit einer Grundvoraussetzung hier in diesen... Hier wäre wieder ein Danke angesagt gewesen, ne? Das war Feedback. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Genau. Also falls es Sie interessiert, was Fluka ist, ne, vielleicht haben Sie es gelesen, vielleicht auch nicht. Wir haben ja dieses neue Modell, was uns grafisch beschreiben soll, wie das mit den Ionen funktioniert. Aber wir vergleichen hier mit Werten aus den 70ern und aus den 80er Jahren, wo die Mathematik vielleicht noch nicht so weit war wie heute und man nicht so mit dem KI Software entwickeln kann. Das ist jetzt vielleicht einfacher, aber wenigstens hat die Schriftart zu den 80ern gepasst, ne? Comic Sans haben wir alle gesehen. Also, das passt auf jeden Fall schon mal. Danke. Vielen Dank, liebe Jury. Danke. Ah. Ja, also ansonsten noch, also die zwei werten Kollegen vor Ihnen, die hatten immerhin noch die Ausrede, dass die Forschungsgelder einfach immer knapp sind. Das kennen wir zu Genüge. Aber bei Ihnen, also Sie haben ja Ihre zweite Folie, das war ja also so viele Sponsoren. Also offensichtlich sind Sie nicht hier, um uns auch noch um Geld anzubellen, aber bei all den Sponsoren hat es nicht gereicht, dass man Ihnen mal so einen kleinen Workshop vorher gibt, wie man vorträgt, nämlich das Mikrofon hier, nicht hier. Weil wenn das Mikrofon hier ist, dann kann ich zwar reden, aber dann hört das die schlafende Studierendenschaft da hinten in der letzten Reihe
weil die eigentlich nur als Alibi hier sind, damit sie sagen können, dass sie noch studieren seit 15 Jahren, die hören das dann nicht. Also ja, das mag für die Studierenden oben ganz nett sein, weil, naja, sie kommen ja zum Schlafen her. Aber eigentlich ist ja ihr Anspruch schon, dass alle Leute, die hier in den Hörsaal kommen, auch verstehen, was sie sagen. Und sie versuchen ja schon zu vermitteln, worum es geht. Also nächstes Mal fragen Sie auch mal Ihre Sponsoren, ob da noch so ein bisschen Workshop, wie trägt man vorkommt. Ich werde daran arbeiten, danke. Also ich habe auch das Gefühl, dass einige Studierenden hier sind wegen des neuen Langnese-Services. Also Langnese hat sich ja eindeutig nicht durchgesetzt. Deswegen haben wir hier einen Schunk-Service mittendrin. Und ich glaube, das hat viele Vortragende hierher gezogen, diese Vorlesung. Vor allem, wenn der Schunk-Servierende das nicht mal bemerkt. vielen lieben Dank. Oder noch an Bittman? Nochmal Vitamine, finde ich. Danke. Okay. Liebe Jury, vielen Dank. Und Raisuli, die Vitamine helfen dir auch nochmal in der Nachbereitung der Slides. Man hat auch gemerkt, die Anzahl der Sponsoren und deren Gelder haben auch Einfluss auf die Anzahl der Grafiken. Also ich finde, da ist schon eine Tendenz. Und der Farben. Also vielen lieben Dank. Raisuli! Danke. So, da kommt auch schon unser nächster. Jedi, willkommen. Du kannst dich, wenn du willst, ja, erstmal mit Vitaminen versorgen. Gehe ich recht in der Annahme, dass das noch die DB-Netz-Vitamine sind von gestern? Ja. Das ist doch gut. Dann auf DB-Netz. Die hören auf William, hören die Vitamine. Okay, ich kann ja auch gleich nochmal nachfragen. Tatsächlich muss ich korrigieren, die DB-Netz-Vitamine sind aus gewesen, das ist jetzt DB-Vertrieb. Ich muss nur leider, die Schrift ist ein bisschen klein. Kannst du das Mikro ein bisschen... Nee, ich habe schon, ich glaube, es wurde nur gemutet. Achso, okay. Das DB-Netz-Vitamine sind aus, aber der Vertrieb springt ein. Der Vertrieb springt ein. DB-Vertrieb-Vitamine, das ist noch besser. Mit denen hatte ich sogar schon mehr beruflich zu tun als mit DB-Netz. So. Sehr gut. Sei vorsichtig, was du zu DB-Netz sagst, der Moderator gehört auch dazu. So, du hast die freie Wahl. Ich hätte aus Gründen gerne 194, 187. 194, 187. Okay. Dann sorgt die Firma Kleinstweich dafür, dass sich das jetzt sichtbar macht. Und wie alle anderen auch, nach dem Willkommensapplaus kann dann auch deine 7 Minuten starten. Und jetzt Bühne frei für Jedi. Dankeschön. Heute Abend zu dieser späten Stunde, ich freue mich, dass der Saal noch so gut gefüllt ist. Ich habe gesagt, der Saal gefüllt, nicht die Besuchenden voll. für uns soll es heute Abend um das Thema Massenmedien gehen, insbesondere in der Geschichte. Die Massenmedien begannen, das wissen wir alle, mit dem Buch oder vielmehr der Erfindung des Buchdrucks. Genau. Bücher oder eben grundsätzlich, um Bücher drucken zu können, musste man den Buchdruck oder konkret den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden. Wir wissen alle, das war Johannes Gutenberg in Mainz. Bücher haben das erste Mal erlaubt, tatsächlich Themen zu verbreiten, Sprache zu standardisieren und überhaupt Kultur zu erfinden quasi. Das heißt also, Bücher haben dafür gesorgt, dass große Veränderungen in der Gesellschaft stattgefunden haben. Das Schreiben gab es natürlich schon viel länger als den Buchdruck. Es wurden Bücher geschrieben, es wurden Bücher vor allem auch abgeschrieben. Das konnte sich natürlich niemand leisten, außer vielleicht dem Adel und irgendwelchen hohen Klerikern. Nicht umsonst ist bis heute, obwohl es lausig geschrieben ist, das meistverkaufte Buch die Bibel. Folie 3, 5, 4, 5, 27. Ja. Wir hatten das Thema gerade schon bei den Vorherredenden. Bilder sind wichtig, Grafiken sind wichtig. Das gab es alles nicht, weil man nur abgeschrieben hat. Irgendwann wurden dann Alphabete erfunden. Das war die erste Standardisierung, dass man überhaupt irgendwas in Richtung Schrift
in größeren Maßstäben reproduzieren konnte. Was braucht man noch, um Bücher drucken zu können? Natürlich nicht nur den Druck, man muss es auch irgendwo draufdrucken können. Die erste primitive Form war das Papyrus. Das gab es schon im alten Ägypten, ungefähr 3000 Jahre vor Christus. Das Ganze entwickelte sich dann zu Papier, was nicht mehr aus diesen Papyrusblättern gemacht wurde, sondern entweder aus Baumwolle oder aus Holz. Mit dem Zwischenweg über Pergament. Okay. Das Ganze wurde dann irgendwie rund um Christus, also 240 bis 100 vor Christus, von den Chinesen erfunden. Hat dann tatsächlich fast 1500 Jahre gebraucht, bis es in Europa überhaupt ankam, so rund 1300 nach Christus. Und ersetzte dann dort das Pergament, was so ein bisschen die Zwischenstufe zwischen Papyrus und Papier war. Hier steht es nochmal, ich hatte es vorhin schon erwähnt, bevor man drucken konnte, hat man halt einfach abgeschrieben. Dementsprechend, es war unüblich, dass man überhaupt Bücher zu Hause hatte. Es war relativ teuer, Bücher zu besitzen. Das meiste waren irgendwelche Manuskripte, die dann irgendwie von Klerikern geschrieben wurden und dann mit Bildern untermalt wurden. Das Drucken an sich wurde in China erfunden, Ende des 2. Jahrhunderts. Das war relativ primitiv mit vorgefertigten Druckplatten. Da konnte man noch nicht groß Dinge ändern, sondern man konnte tatsächlich quasi kopieren. Johannes Gutenberg war der erste Europäer zumindest, der den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden hat. Er hat dadurch, dass er eine Weinpresse, die man eben zum Weingewinnen aus Trauben gemacht hat, benutzt hat, modifiziert und konnte damit dann mit beweglichen Lettern drucken. Später wurde das Ganze dann natürlich weiterentwickelt, dass man verschiedene Schriftarten benutzen konnte, verschiedene Typen, alles Mögliche, um das Ganze einfach weiter zu individualisieren. Daraus entwickelte sich dann eben die standardisierte Sprache. In Deutschland der bekannteste war Martin Luther, der damals das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat. Wir wissen alle, heute ist seine Rolle eher umstritten. Damals hat er tatsächlich zumindest die standardisierte deutsche Sprache deutlich vorangebracht. Wie man bis heute merkt, das hat nicht überall in Deutschland geklappt. In manchen Dörfern spricht man halt immer noch seinen Dialekt und wenn man da rauskommt, dann versteht man halt niemanden. Das Ganze kam dann rüber in die neue Welt, also sprich wurde von den Seefahrern mit nach Amerika genommen. Später wurde das Ganze dann auch im großen Maßstab gedruckt. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Es ist natürlich trotzdem klausurrelevant. 2005 hatte Amazon 3,7 Millionen Titel verfügbar. Normale, riesengroße Buchhandlungen hatten 50.000 bis 150.000. Hier haben wir noch die größten Verlage und damit müssen wir dann so langsam leider zum Ende kommen. Es gibt natürlich Universitäten, es gibt die Vanity Press, es gibt inzwischen alle möglichen Leute, die irgendwelche Bücher herausgeben. Es gibt auch Buchhändler, die selber Bücher verkaufen. Es gibt als riesengroßes Geschäftsmodell die Textbücher, wer kennt sie nicht, die gelben Reklamheftchen. Es gibt verschiedene populäre Literatur, es gibt alles Mögliche, was man drucken kann, gibt es auch als Buch. Es gab Harry Potter, das, was irgendwie am Anfang auf dem Kopierer gesetzt wurde. Und es gibt verbotene Bücher. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen noch einen schönen, vitaminreichen Abend. Vielen Dank. Danke, Jedi. So, bitte stell dich der Jury. Wolltest du
Kann ich nachfüllen? Ja, wenn du möchtest, mache ich das. Was ist ein Büch? Was ist das? Wir haben leider keine Zeit für Fragen. Ich möchte an das rote Sofa weitergeben. Sie haben hier auch einen Lehrauftrag und ich finde, gerade wenn Studierende jetzt noch Fragen haben, dann sollte man die auch noch mal schnell beantworten. Ich habe ja auch einen Lehrauftrag, nämlich den des Lehrens der Vitamine. Okay, also vielleicht ist es auch, ich glaube, diese Frage können Sie im Nachgang noch vor der Tür klären. Ich denke, da wird noch Zeit für sein. Denken Sie bitte an Zettel und Stift. Ich vermute, dass die Antwort der Frage auch klausurrelevant sein wird. Das haben wir hier ja schon gelernt. So. Also direkt mal, ja, es ist ein sehr spannendes Thema prinzipiell und ist auch sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Medien und die Geschichte dazu sehr wichtig. Ich finde aber sehr erstaunlich, dass Sie selbst im ersten Drittel festgestellt haben, wie wichtig doch Grafiken sind, um Dinge beizubringen und dann einfach 5 Minuten weitergemacht haben mit 3 Stichworten pro Folie. Also immerhin Stichworte, da sind Sie besser als Ihre Vorredner, die einfach Fließtext auf Folien packen, also eigentlich ein Copy-Paste des Papers machen. Hier wurde zumindest versucht, ein bisschen das Paper zu umschreiben, damit es nicht ganz so offensichtlich eine Kopie ist. Vielen Dank für das Feedback. Ich möchte die Zeit nutzen, um die Frage zu beantworten. Ein Büch ist ein Buch in einem seltenen Dialekt im bayerischen Oberland. Also ich würde ja sagen, das war ganz okay, auch mit der Farbe, das passt alles ganz wunderbar. War zwar konträr zueinander, aber okay. Das Einzige, was vergessen wurde, wie sollen die Studierenden Sie vor der Tür denn ansprechen, Mr. Hansen? Sie haben vergessen, sich vorzustellen. Auf der ersten Seite noch geschrieben und gänzlich überflogen. Und ich habe das Gefühl, auch da sind die Studiengelder und Forschungsgelder ausreichend vorhanden, denn keine Frage nach neuen Studiengeldern und die Folie Ende 2005 mit Amazon. Vielen Dank für die Rückmeldung. Also, das, was bis hier abgeliefert wurde, das hätte jeder Grundschüler besser gemacht. Pass mal auf. Wo war die Relation zu den Massenmedien? Wir haben ein bisschen Geschichte gelernt. Wo das Papier herkommt, das kann hier jeder. Und die Ems, also für die technische Performance, da müssen wir auch noch dran fallen. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Ich möchte gleich das Ganze nutzen, um Ihre Frage zu beantworten. Das Auditorium kennt sich eher mit digitalen Medien aus und weniger mit Papier. Das war wieder Feedback, ne? Danke. Ihr Lieben, ich danke sehr für das Feedback der Jury. Gerne. Oder kommt da noch was? Nein. Okay. Und möchte aber noch anmerken, also die Statistiken gingen bis 2005. Da fehlt vielleicht doch ein bisschen was so die Gegenwart angeht. Habe ich mich so gefragt. Ich habe Harry Potter noch gesehen, fühlte mich dann noch so in die Neuzeit mitgenommen, aber also so die Zeitabdeckung, vielleicht lohnt es sich ja doch noch ein paar Sponsoren einzuwerben. Ja, wie ich gerade erwähnt habe, danach kommt eigentlich nur noch das digitale Zeitalter, das weiß das Auditorium besser als wir beide alten Säcke zusammen. Genau, also da würde ich vielleicht ausnahmsweise auch den mal in Schutz nehmen, also vielleicht haben Sie nicht genau aufgepasst, aber hier geht es ja um die Geschichte. Und es geht um, was ist denn damals so passiert? Und natürlich hören wir vor der aktuellen Zeit auf, weil sonst wäre das ja ganz ja nicht der geschichtliche Rahmen. Also da müssen Sie vielleicht auch mal ein bisschen besser drauf aufpassen, worum es hier eigentlich geht. Das ist nur ein tragbares Kernkraftwerk. Das ist eine Mobile Workstation, wohlgemerkt. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Möchtest du den mitnehmen? Möchtest du noch mal einen Refill haben? Ja, dankeschön. So, wir hatten noch Wortmeldungen zur Präsentation. Ich glaube, du warst der Nächste. Dann hast du danach du dich gemeldet und dann du. Das heißt, dann haben wir da die Nächste. Okay, Blick auf die Zeit, also die formelle Zeit. Wir sind ja später gestartet. Die formelle Zeit neigt sich so ein bisschen dem Ende zu, aber ich habe so das Gefühl, wir haben noch Bedürfnis auf weitere Präsentationen. Ich wurde informiert, dass hier Open End ist. Du wurdest informiert, dass hier Open End ist. Also gute Nachrichten, wir können noch mehr präsentieren. Ich wollte gerade sagen, es kam eine zweite Rumkiste, also es scheint, als hätten wir noch Zeit. Okay, vielen lieben Dank, Unicorn. So, dann würde ich sagen, bitte komm. Wie heißt denn du? Pixstar. Willkommen, Pixstar.
Hier sind Vitamine für dich zur Vorbereitung, falls du möchtest. Ich habe die Katze gestreichelt. Du hast die Katze gestreichelt. Ich reiche dir schon mal das Mikrofon, Pixar. Du musst keine Knöpfe drücken. Nee, andersrum, da wo das Körbchen ist. Technik in diesen Hörsälen ist jedes Mal. Ich meine, Katzen und Körbchen ist ja dann auch nachvollziehbar. Ja. So, genau. Du wirst gleich 7 Minuten haben, aber du solltest dir noch aussuchen, welche Präsentation du gerne präsentieren möchtest. Also hier alles, was nicht X vorne dran heißt und also oberhalb dieser Linie ist. Du kannst auch diese da nehmen, du kannst die anderen nehmen, wie du möchtest. Nehme ich doch mal die da unten. Die, welche? Die hier, ja. Die 4, 5, 6, ja. 7, 4, 8? Oder die 1 drunter? Die 1 drunter? Ja. Die da? Ja. Okay, dann machen wir die auf. Das ist die 4, 5, 7 irgendwas. Viel mehr kann ich nämlich davon auch nicht lesen. Ja. So, dann so. Schalten wir mal. Und du hast nur 23 Slides. Du hast dich wirklich begrenzt für die Zeit. Das finde ich super. Dann würde ich sagen, sind wir sehr gespannt auf die Präsentation von Pixar. Ja, ich heiße nicht nur Pixar, sondern auch euch herzlich willkommen zur Präsentation. Bisschen das Mikro näher in den Mund oder bisschen? Okay, ja. Es geht um Motivation und Führung von Mitarbeitenden. Du hast aber hier Mitarbeiter, du hast hier nicht gegendert, ne? Das ist ja, in der Folie habe ich es vergessen, aber ich habe es jetzt versucht, hier richtig hinzukriegen. Mhm. Genau. Macht natürlich fürs Unternehmen deutlich Sinn. Mikro bitte hoch. Ja. Dann, was haben wir hier Schönes? Genau, die Gallup Organization, das ist so die Firma, bei der ich arbeite. 1935 haben wir die Gründung gemacht und ja, war ich nicht dabei, aber so im Prinzip so die Geschichte ist, ja, wir haben große Datenbanken weltweit, viel Studie und viel. Und du hast internationale und deutschsprachige Kunden in großer Zahl, wie man hier sehen kann. Ja, genau, wir haben viele Kunden, das ist auch wichtig, weil ohne Kunden ist so eine Firma irgendwie nicht so gut haltbar. Ja, wir haben so einen Pfad mit Identifizierung der Stärken, Kombination, ja, könnt ihr selber lesen. Aber so ein Pfad ist immer wichtig, dass man sich nicht verläuft, dass man weiß, wo man hin will, wo man ist. Du bist schwierig zu hören, glaube ich. Okay, ich weiß nicht, ja. So vielleicht besser? Geht es? Okay. Okay, dann, ja. Sehr wichtig in diesem Pfad sind diese zwei Punkte. Dass man natürlich ausgezeichnete Führungskräfte hat und emotional gebundene Mitarbeiter oder Mitarbeitenden. Das sollte man gendern, also ich weiß nicht, diese Folien sind irgendwie etwas in die Jahre gekommen. Ja, da kann man noch ein bisschen was dran tun. Ich glaube, wenn ich es richtig, nee, okay, ja. Aber wir schauen uns jetzt mal an, wie der Unternehmenserfolg sich aufbaut. Wir haben Erfolg, das ist immer wichtig. Wir sehen, dass wir auch Weiß als Erfolg nutzen, aber natürlich liegt das an unseren Produkten, Preisen, Positionierung und Standorten, was schon mal 70% unseres Geschäftsmodells ausmacht. Aber die Einstellung von den Mitarbeitenden und Führungskräften und Kunden, die ist halt auch mit 30% nicht ganz vernachlässigbar. Also ich habe da noch einen Pfeil drauf, dass das natürlich einen Unterschied in Business Success macht. Natürlich habe ich auch Folien mit nur Text, wie immer schön sind, aber da sind auch schöne Zahlen drauf. Also, ja. Wir haben viele ArbeitnehmerInnen befragt, da ist sogar gegendert. Also, ja, ich habe es nicht durchgängig vergessen. Das lief über 25 Jahre, die ganze Sache. Wir haben viele Arbeitsgruppen, Vorgesetzte, ja. Ich habe gehört, ihr habt euch den Sortiereffekt genauer angeschaut. Ja, genau. Den Sortiereffekt hatten wir auch. Das ist hier. Und zwar geht es dabei um eine ungeeignete Frage, die natürlich irgendwie so das, ja, ich habe das Gefühl, angemessen bezahlt zu werden oder so, sollte man fragen. Ich schlage vor, du machst ein bisschen was mit Grafik, um die Aufmerksamkeit der Anwesenden ein bisschen mehr zu fesseln. Genau, gucken wir mal an, wie da geantwortet wurde. Das ist natürlich sehr verteilt und sind sehr wenige Datenpunkte. Aber es sind Punkte, also richtig. Es gibt noch ein paar Punkte mehr, dann ist es nicht ganz so leer. Das sind die produktiveren Arbeitsgruppen. Das sind auch produktivere Punkte, finde ich. Wir haben aber auch eine geeignetere Frage gestellt, und zwar, ich weiß, was bei der Arbeit von mir erwartet wird.
Und da sagen schon deutlich mehr Leute, dass sie eine niedrige Bewertung geben von den unproduktiven Arbeitsgruppen. Und die produktiven sitzen eher im höheren Bewertungsding. Sehr beliebt sind natürlich auch immer solche Pyramiden. Habe ich auch einen schönen Graph zu. Dass man die Grundbedürfnisse und alles sieht. Wachstum ist das Wichtigste ganz oben, aber braucht man nur ein bisschen. Ja. Irgendwie geht es ja darum, eine Leiter zu besteigen, wenn ich das richtig verstehe. Wir wollten natürlich immer gerne Statistiken und Graphen haben. Auch da habe ich ein bisschen was zu. So Prozentwerte sind immer sehr schön. Und auch ein paar Schaubilder drumherum und Leute, die irgendwie diese Grafik durch die Gegend werfen. Wir haben jetzt hier leider nur Datensätze bis 2004. Aber ja, wenn man an so einem runden Tisch sitzt, ist das immer sehr schön. Während der letzten Woche hatten viele Leute Spaß bei unserer Arbeit, wenige nicht so. Im Mittelfeld, ja, 38% ist okay. Ja, wenn man die Frage zu lang stellt, dann sind irgendwie viele Leute am nicht so positive Antworten geben, das sieht man auch gleich. Ja, noch mehr Zahlen, Daten, Fakten. Wir sehen, wir stehen auf der drittobersten Stufe hier auf dieser Treppe. Sie wurde abgeschnitten, vielleicht geht es noch weiter hoch, aber wenn man so Grafiken passend abschneidet, dann wirken die auch immer schöner. Aber ihr macht auch wirklich Statistiken, bis der Arzt kommt, wenn ich das hier so ja, auf der nächsten Slide Statistiken sehe. Sind immer gut, also hier, wir haben Fehltage aufgrund von Krankheit oder Unwohlsein, das gibt es halt, ja. Leute gehen in die Apotheke oder zum Arzt, lassen sich krank schreiben. Ist für den Profit von der Firma nicht ganz so praktisch. Wäre praktischer, die Leute würden nicht so viel krank sein. Allerdings sollen sie auch nicht krank ins Büro. Das ist so mobiles Arbeiten eine ganz gute Lösung für. Ja, wie viele Slides haben wir denn noch? Du hast jetzt die Hälfte deiner Slides. Also gut, dann gucken wir das mal schneller machen. Ja, Hebebühnen sind immer gut in so Graphen einbaubar. Wir haben hier Deutschland in 4 Teile unterteilt. Das ist auch gut. Das reicht eigentlich, viel mehr Bundesländer braucht man nicht. Hier nochmal eine schöne Statistik zu den Auswirkungen von Mitarbeiterbindung auf Innovationen. Also man sieht, grün ist sehr gut und schwarz eher nicht so. Und grau ist so Mittelfeld in diesen Farben. Grün ist natürlich ja, Kontrastfarbe zum T-Shirt, möchte ich mal anmerken. Hier ist auch mehr grün als rot. Und Q12, die Vitamine sind auch schon wieder sehr da. Sehr viel Befragung gemacht. Ja, nochmal Statistiken. Hier ist jetzt das Grün leider etwas wenig vertreten. Wir haben auch mal die Möglichkeit, so Balken andersrum laufen zu lassen, dass sie von der Mitte nach unten weggehen. Das ist auch immer schön. Ja, hier sind wir sogar bei über 100% bei den ersten drei Graphen. Ja, Text, Copyright Standards, das ist, ja, brauche ich nicht drauf eingehen, denke ich, ist allen klar. Also in dem Fall, danke für die Aufmerksamkeit. Und ja. Danke für diese Präsentation, dann, Pixstar. Danke fürs Interesse. Hier findest du noch frische Vitamine, falls du möchtest. Ja, ich würde die Katze wieder streicheln, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Eine Person hat einen Schunk sozusagen als auf diese Pressoliste gepackt. Ja, was sagt denn die Jury? Ja, fantastisch. Also über die Grüntöne müssten wir nochmal diskutieren. Grüntöne und Oberteilfarbe beißen sich. Dann zweiten Folien waren blau. Das war ja schon mal sehr gut, passend zum Band. Okay. Der Badge, also das war schon mal der richtige Ansatz, aber noch nicht so ganz perfekt ausgeführt. Okay. Was mir auch fehlte, war ein Bezug auf die Gallup Group, von der wir ja alle wissen, dass sie von Jim Clifton in Washington D.C. gegründet wurde und dort ansässig ist, dass also sich eine um eindeutig westliche Propaganda handeln muss. Das wäre noch ganz nett gewesen. Was ich aber loben muss, sehr ausdrücklich loben muss, ist die Kombination von schönen Bildern und Piktogrammen mit Text. Das war fantastisch, das haben wir das erste Mal gesehen. Es war nicht eins von beiden. Ja, vielen Dank. Beim Lob kann ich noch ergänzen, es ist heute der erste Vortrag, der sich an die Zeit gehalten hat. Also da war endlich mal jemand, da waren die Rahmenbedingungen klar, hier gibt es nicht so viel Zeit, hier kann man nicht 1,5 Stunden Studierende beglücken, hier muss man schnell auf den Punkt präsentieren. Das wurde hier grandios gemacht. Und naja, die Kritik, da kann ich mich dem
werten Kollegen, Herrn Professor Dr. Dr. Hasen, nochmal anschließen. Also da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, da fehlte einfach ein bisschen was. Aber das ist wahrscheinlich einfach geschuldet, es musste halt in die Zeit passen. Es fehlen immer Dinge und wir als Experten, uns fällt sowas natürlich sofort auf, aber ich glaube, im Gesamtbild ist es gar nicht so schlimm, dass darauf nicht eingegangen wurde. Es wäre halt noch schön gewesen. Aber das wird dann halt auch schwierig mit der Zeit einfach. Ja, vielen Dank. Also das Lob, das kann ich nachvollziehen, aber ey, wir sind hier in 2023 heute, ne? Mitarbeitendenzufriedenheit heute, wo jeder im Homeoffice arbeiten kann, und dann kommst du hier mit Statistiken von 2004, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Was hast du die letzten 20 Jahre denn gemacht? Geht doch gar nicht. Und dann waren wir auch bei der Technik irgendwo. Du hast dich keinen Millimeter hier bewegt, du musst uns hier entertainen ein bisschen, ne? Also, davon haben wir heute nichts gesehen. Ja, okay, ja, es war zeitlich etwas knapp und da hatte ich jetzt mich eher auf den Inhalt konzentriert. Das war aber Feedback. Vielen Dank, ne? Fürs Feedback. Danke sagen. Genau. Vielen Dank, liebe Jury, und für diese Präsentation vielen lieben Dank, Pixstar. So, bitte komm doch näher. Wie heißt du denn bitte? Ich bin Dampfkatze. Entschuldigung? Dampfkatze. Dampfkatze. Ja. Ja, wir haben hier irgendwie heute einen ganzen Katzenkäfig aufgemacht, oder? Liebe Dampfkatze, das könnt ihr doch mal bitte. Das hier ist das Reservoir an Präsentationen. Das ist das Reservoir an Vitaminen. Okay, ich wollte gerade schon nach dem Nachschlag fragen, aber ich glaube, das tut's auch. Sehr du schön. Kannst die auch umfüllen, wenn du möchtest, alle zusammen oder aus dem großen Gefäß umfüllen. Das ist eine fantastische Idee, aber ich hoffe, die Präsentation ist rot auf schwarz. Aber jetzt warten wir bis nach der Präsentation. Also wegen der Präsentation. Das ist eine Literflasche, also dein Glas kriegen wir voll. Darf ich die Dateigrößen sehen? Die Dateigrößen, okay. Ja. Dann zeige ich die Dateigrößen, einverstanden. Das kriege ich. Ich sag dir nur, es wird dir nichts helfen. Aber du kriegst gerne die Dateigrößen, kleinen Augenblick. Ich hole mir so lange mal einen Schluck Mate. Ja. Wollt ihr mir einen Schluck Mate einfüllen? Einfach den Rest Mate hier. Also damit ihr die auch sehen könnt, kann ich das natürlich hier auch nochmal sichtbar machen. Wir wollen die Details sehen. So, also du siehst jetzt auch die Dateigrößen. Hier scroll ich dann auch durch die gesamte Liste durch. Mhm. Also du siehst hier, die gibt es auch mal in ganz klein. Ja. Die sehen so klein aus. Ja. Das kann aber auch trotzdem sein, dass da, mehr Inhalt drin ist, als du glaubst. Ja, also nee, ich nehme da oben, da habe ich eine gesehen, die hat mir gefallen. Okay, welche denn? Jetzt komm mal hier, ich nehm die hier mit 13.000 Kilobyte. Die mit 13.000? Ja, 13 ist meine Glückszahl. Die 258546, nur damit wir uns nicht vertun, die ist es, ja? Ja. Okay, und nochmal, du bist die Dampfkatze. Dampfkatze, ja. Ich muss das noch ein bisschen üben. Ja. Übrigens, die Dampfkatze präsentiert jetzt eigentlich vom Timing her die Finale, aber wir haben ja schon gesagt, wir sind Open End. Und es gibt die Möglichkeit, habe ich vorhin von Unicorn erfahren, durch ein Sponsorship, dass die beste Präsentation im Nachhinein durch ein Glas Chunk honoriert wird. Das heißt, natürlich nur, wenn der Präsentator nachher noch anwesend ist bei der Bewertung. Ja. Also, liebe Jury, ich frage euch nachher noch mal. Ich kann auch die einzelnen Präsis dann noch mal da auf dem Bildschirm zaubern. Ja? Ihr sagt mir dann bitte, wer nach eurer Ansicht die beste Präsentation gemacht hat. Wir ziehen uns einfach mit dem restlichen Literflasche in den Nachbarraum zurück und kommen morgen früh wieder raus und sagen es dir dann. Ja, ich weiß nicht, da bin ich noch nicht sicher, ob das geht. Also, ich mache hier schon mal die Präsentation für die Dampfkatze fertig. Zwei Sachen vorweg. Also, Chunk mit Williams schmeckt gut. Und die andere Sache ist, mir ist Ehrlichkeit ganz wichtig. Ne? Also ich habe den Vortrag hier natürlich nur eingereicht. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Das ist das Gegengewicht für die Katzen. Okay. Wir haben bisher die Katzen gesehen. Also Hausmaus, jetzt kommt Hausmaus, ich sehe das Bild auf deinem Notebook, aber nicht auf dem Beamer. Ja. Jetzt siehst du das. Genau, ich habe den Vortrag hier natürlich nur eingereicht, damit ich in der Speakers Lounge auch am Käsebuffet knabbern kann. Kann das als Katze so ein bisschen hundefeindlich sein? Also wir gucken uns das mal an. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, liebe Leute, hier ist für euch die Dampfkatze.
So, also, ich bin heute hier, um euch irgendwas über Hunde zu erzählen. Was genau, werden wir natürlich gleich erfahren. De-sexing, was bedeutet das? Das hat irgendwas mit der Zahl 6 zu tun, ganz sicher. Das klingt nach etwas Endgültigem. Ich weiß nicht, werden wir gleich sehen. Also, ja gut, natürlich. Warum kastriert man seine Haustiere? Natürlich, weil man nicht noch mehr haben will, weil der eine Köter reicht einem. Man braucht nicht 5 oder 6 oder 12 oder wie viel auch immer das dann werden, ne? Das will man ja nicht unbedingt. Also als, ne? Katze so eine Präsentation, das finde ich ja schon bemerkenswert. Ja, das macht man nur bei Hunden natürlich, nicht bei Katzen. Okay. Das ist wichtig. Ne? Ja, irgendwas mit ganz vielen und so. Also, und die Alternative ist halt, Tiere umzubringen. Und das ist der Grund, weshalb halt lieber die andere Variante verwendet wird. Ja, regionale und nationale Daten sagen, dass die Raten... Du kannst das auch schneller präsentieren, du hast 60 Slides. Ja, okay, nee. Ja, irgendwas wird noch mehr für Katzen, aber das ist erstmal egal. Genau, wir haben hier noch ein süßes Bild von zwei Hunden. Sind die nicht niedlich? Na? Und, das war vor. Ja, danach waren die natürlich ganz traurig. Ja. Genau, hier haben wir eine Grafik, weil, und ein Pfeil, ganz wichtig, ein Pfeil mit einem Plus sogar, der ist super wichtig. Ihr wolltet ja mehr Grafiken und weniger Text. Noch ein Pfeil, der hat auch einen Plus dran, der ist super wichtig. Und jetzt ganz wichtig, jetzt kommt ein großer, dicker, roter Pfeil. Ja, das müsst ihr euch merken, das ist klausurrelevant. Und noch ein Pfeil. Und ganz viele Pluszeichen. Plus ist gut, glaube ich, habe ich mal gehört. Genau, kein negatives Feedback. Ich sag ja, Plus ist gut. Und irgendwas ist 30 Mal größer. Das ist auch in Rot, das ist klausurrelevant. Ja, und die Hauptrolle ist natürlich für reproduktive Funktionen, was wir auch immer wir reproduzieren wollen. Und da haben wir jetzt noch ganz viel Text und Beispiele. Ich habe aber gehört, dass wenn man diese nicht tödlichen Maßnahmen ergreift, dass das für die Tiere potenziell recht starke Nebeneffekte haben könnte. Ja, durchaus. Es werden ja dann nicht mehr, ne? Ja, und auch so auf den Körper des Tieres bewirkt sich da was. Also ich denke jetzt so an deine nächste Slide zum Beispiel, die dann ein bisschen deutlich macht, was dann passieren kann. Ja, durchaus natürlich. Wenn das Tier sich nicht so verhalten kann, wie es das natürlich gerne würde, dann kann das Tier natürlich eventuell auch zunehmen. Also das ist jetzt ein Vorher- und Nachher-Bild und das Große ist das Nachher. Ja, das ist nicht so gut, ne? Nicht so gut. Viele Hunde werden dick. Und da haben wir noch mehr Text, der ist klausurrelevant, deshalb lese ich den jetzt nicht vor. Noch mehr Text, der ist ebenfalls klausurrelevant, ihr habt das alles mitgeschrieben, ne? Wir sind bei Folie 10 von 60. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wir klicken mal zum nächsten Bild durch. Das ist alles klausurrelevant. Also, schöner Übergang, habt ihr gesehen, oder? Genau, und dann haben wir hier ein Bild von LH-Rezeptoren. Die LH-Rezeptoren. Ja, genau, das sind die LH-Rezeptoren, die sind auch klausurrelevant. Aber wir müssen uns echt ein bisschen beeilen, weil meine Zeit ist knapp, da ist noch mehr Text, der ist genauso klausurrelevant. Und irgendwas ist auch größer in größeren Hunden. Da haben wir noch eine Grafik gehabt und noch mehr Text. Das ist alles klausurrelevant, das merkt ihr euch, ne? Habt ihr mitgeschrieben? Du da in der dritten Reihe, hast du mitgeschrieben? Ja gut, deine Schuld, ne? Genau, da haben wir dann hier den blauen Text. Der ist extrem wichtig, weil blau ist super wichtig und gut. Da haben wir noch eine schöne Grafik, ihr wolltet Grafiken. Was haben wir da genau? Dinge.
klausurrelevante Dinge, ganz wichtig, klausurrelevant. Und ja, da ist noch ein Bild von... Wieder LH-Rezeptoren. Ja, das sind wieder die LH-Rezeptoren. Die sind ganz wichtig, die LH-Rezeptoren. Die frage ich in der Klausur ab. Ja? Die machen... Was die machen, die machen irgendwas mit L und H. Genau, das steht in der, das steht in den Slides. Das habt ihr ja aufgeschrieben. Das ist ganz wichtig. Ja? Ja? Ja, ja, das Skript enthält die Slides. Das ist, ja. Ja. Genau. Und das kann natürlich hier auch zu Hüftdeplatzierungen kommen. Das ist auch nicht so gut. Wollen wir alles nicht. Schon deshalb wieder. Klicken wir hier weiter zum nächsten schönen bunten Bildchen. Weil die Zeit wird echt knapp. Ich habe noch 58 Sekunden und... Du hast 26 von 60 Slides, da musst du dich genau, echt dranhalten. Genau, damit ich hier auch fertig werde, der rot markierte Text war wichtig. Genau wie das, das ist auch wichtig. Das rot markierte, ist, das orange markierte ist wichtig. Ihr seht auch die schönen Übergänge hier. Die sind auch ganz wichtig. Da stand noch was von LH-Rezeptoren. Die sind ganz, ganz wichtig für die Klausur. Und vor allem das Ultraschallbild, das müsst ihr auswendig lernen. Genauso wie das Röntgenbild hier und natürlich auch das da und das. Und dann kommen wir auch gleich schon zum Ende meiner Präsentation. Das ist alles klausurrelevant. Am Ende ist irgendwas schwerer wie das andere. Das müsst ihr euch mitnehmen. Das ist klausurrelevant. Herzlichen Dank, liebe Dampfkatze. Bitte schön. Ja, da ist noch eine Frage. Wenn man die Hoden abschneidet, tieffriert und dann in 10 Mikrometer Schichten abschneidet, koloriert und unter das Mikroskop legt, tut ja. Das weh? Also mir nicht. Da ist noch eine Frage. Es reicht, wenn ihr die beschriften könnt. Sie haben am Anfang gesagt, dass wenn ich den Hund kastriere, dass er dann nicht mehr schwanger geworden werden kann. Geht das für den Hund oder für mich? Das gilt in der Regel gilt das für den Hund. Aber es gibt Ausnahmen. So, dann, was hat die Jury noch zu sagen? Also, liebe Michelle. Dampfkatze. Nein, erstes Slide stand ganz klar, Präsentator ist Michelle. Deswegen, liebe Michelle, vielen Dank dafür. Eine kleine Vorstellung wäre nett gewesen. Und danke für den langen Weg aus Oregon hierher, ja. Von der State University, also vielen Dank dafür. Die Anspielung mit dem roten Band sowohl um den Hals als auch im oberen Slide-Teil war fantastisch. Was mir gefehlt hat, war der Bezug auf Katzen, die am Anfang ganz klar miterwähnt wurden. Ja. Und mündlich ausgeklammert wurden. Und am Schluss fehlte das LH in der risikobetrachtenden Waage. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn LH klausurrelevant ist für die Studierenden, ist es jetzt pro oder contra am Schluss. Das müssen die Studierenden dringend noch erfahren. Nein, das müssen die Studierenden selbst evaluieren. Also, ich habe tatsächlich vielleicht eine Erklärung. Also, die liebe Michelle hier als Gastrednerin hat auf den Folien klar deklariert, einzige Autorin. Gleichzeitig in der ersten Hälfte des Vortrags wurde sehr viel Hilfe des Kollegen Hausmaus in Anspruch genommen. Also ich habe hier eine Vermutung, dass es einfach ein Plagiat ist und ich glaube, wir sollten uns im Nachgang nochmal zurückziehen und die Doktorarbeit durchlesen und nochmal prüfen, ob wir hier nicht einen Gutenberg-Fall haben. Also vielleicht haben wir uns da leider jemanden eingekauft, so muss man das ja sagen. Ich meine, aus Oregon kommt auch niemand einfach so vorbei. Da mussten wir natürlich, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir uns hier eine renommierte Expertin einladen. Und dann stellt sich sowas raus. Also ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, da muss ich nochmal der Expertenrat. Also, das müssen wir größer ziehen als uns drei. Das müssen wir nochmal mit der kompletten Universität klären. Also ich kann jetzt schon mal sagen,
Das könnte schwierig werden für Sie. Also da muss ich ganz klar eingrätschen. Da habe ich ganz klar am Anfang gesagt, ich bin extra hierher gekommen, um mir in der Speakers Lounge das Käsebuffet reinzuballern. Das habe ich am Anfang klipp und klar und ganz ehrlich gesagt. Da könnt ihr mir keinen Vorwurf machen. Michelle. Nimm erstmal nochmal einen Schluck Vitamine. Ich glaube, den brauche ich. Ich fülle schon mal nach. Also, ich weiß nicht, welche Organisation das alles bezahlt hat, aber es war nicht so ganz klar, ne? Will ich jetzt viel mehr Hunde haben? So einer der Folien hat gesagt, USA braucht in den nächsten Jahrzehnten mehrere Millionen neue Hunde, weil der Haustierbedarf so groß ist. Ich denke, es geht einfach nur um die eigene Zuchtfarm, die hier aufrechterhalten werden soll. Und dann war wohl vernachlässigt, dass wenn man selbst züchtet, ne, immer so Rassen rein und so, da wird auch ganz schnell degeneriert. Also diesen Fakt haben wir hier ganz vermisst. Ich sehe hier starke Lobbyarbeit und gut zu heißen ist das nicht. Von der technischen Seite der Präsentation allerdings habe ich keine Mängel an dieser Stelle festzustellen. Danke für das Feedback. Also genau, das wurde jetzt gerade korrekt gemacht, aber beim Feedback vom werten Kollegen Professor Dr. Hasen und mir, ein Danke beim Feedback. Nicht, also Sie brauchen uns hier nicht erklären, das regeln wir alles im Nachgang. Beim Feedback geht es ums Annehmen, fertig. Ja, darf ich jetzt in die Speakers Lounge Käse essen oder? Okay, gut. Erst, wenn Sie Ihre Vitamine genommen haben. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Jury. Du möchtest noch Vitamine zu dir nehmen. Und vielen lieben Dank, Dampfkatze. So, dein Nachbarin Syriax ist, glaube ich, die Nächste, die die Balance hier jetzt ein wenig pro den Nicht-Männern verschiebt, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin Blitter, das ist mein Nick, meinen richtigen Namen seht ihr dann gleich auch auf der Slide. Okay. Das ist am einfachsten, das geschrieben zu sehen. Sonst haben wir immer so Probleme mit der Aussprache. Liebe Blitter. Es gibt jedes Mal aufs Neue, aber... Du kannst zum einen dich mit Vitaminen versorgen im Vorfeld. Oh ja, das ist eine gute Idee, danke. Und du kannst mir dann noch sagen, du kannst hier jetzt entweder die Größen der Dateien sehen oder... Und dann muss ich ein bisschen scrollen oder ich blende die Größen aus. Guck mal, also es gibt auch ganz kleine. Ich hätte gerne dieses PDF da, weil PDFs sind besser als PowerPoints. Du hättest gerne das PDF, okay. Also das ist wegen seiner besonderen Aktualität ausgewählt worden. Aber es ist natürlich von der grafischen Aufbereitung nicht so ganz toll. Das muss ich, glaube ich, auch erst rüberziehen, weil du kannst dir den Inhalt ja schon mal angucken. Ich kann mir diesen Anklick... ja, natürlich. Also, Dieses PDF, das ist brandaktuell aus der Forschung, das ist quasi das Paper selber. Wir hatten wirklich keine Zeit, da jetzt noch eine PowerPoint mit Bildern draus zu machen. So, stopp. Ich scroll dann immer so ein bisschen weiter, ja? Ach so. Stopp. Ich glaube, wir können an der Stelle schon abbrechen. Wir haben hier schon eine 100 Frage. Punkte. Wir haben danke. Schon ein... Achso, ich starte jetzt mal die Zeit. Ne? Oh, vielen Dank, das ist eine sehr gute Idee. Sagst du mir nochmal deinen Nick bitte, ich habe ihn nicht visualisiert. Ja. Ich heiße Blitter. Blitter. Und das kann man gerade nicht sehen, weil die Schilder nur aus Pappe sind und ich vergessen habe, mir Klebestreifen dran zu machen. Und das ist nicht abreißend. Welcher dieser Namen ist dein Pseudonym? Der mittlere, das in den Nachnamen spricht man Devlin aus. Das ist immer wieder falsch. Es tut mir sehr leid. Okay. Wir Shoutout an alle, die auch immer mit Namen kämpfen, die immer falsch ausgesprochen werden. Ich glaube, ein paar von euch werden das kennen. Ja. Ja, kleine Penisse und schnelle Autos, das Thema des heutigen Abends. Ich meine, das ist natürlich etwas veraltet, aber wie ihr wisst, Wissenschaft ist immer hinterher, bis man dann irgendwie so das Geld hat und anfangen kann und dann fahren alle Zug, verdammt. Wir wissen leider, also an der Stelle schon mal, wir wissen noch nicht, ob sich das auch auf ICEs bezieht. Das ist dann die Folgestudie. Diesmal hoffentlich schnell genug. Genau, wir sehen schon, wir glauben, dass unsere Forschung sehr signifikant ist. Jedenfalls dachten wir es, als wir angefangen haben. Wie gesagt, jetzt fahren alle Zug. Außer vielleicht die mit dem kleinen Penis. Wir wissen nicht so genau. Ja,
Es geht speziell um Sportscars, also besonders schnelle Busse sind explizit ausgeklammert. Ähnlich dieselbetriebene Züge und so weiter. Was wir allerdings mitzählen als Sportscar. Oh. Meine Zeit. Was wir mitzählen als Sportscar, wir reden speziell. Oh. Ja, wir reden im Speziell von privatem Transport, privatem Einzeltransport, der möglichst schnell ist. Inklusive werden Privatflugzeuge mitgezählt. Das ist bei dem Term vielleicht nicht ganz klar. Genau, wir haben die subjektiven Gefühle von Männern. Wir haben uns hier ausschließlich auf Cis-Männer bezogen, weil sonst wurden die Vergleichsgruppen so klein, dass wir keine statistische Signifikanz mehr erreichen konnten. Außerdem ist es schwer, die Gefühle von Leuten zu manipulieren, die etwas self-aware sind und nicht beliebige Consent-Statements einfach unterschreiben, weil sie tatsächlich an Consent glauben. Ein großer Verlust für die Wissenschaft. Genau, Teilnehmer, wir haben 20 englischsprachige Männer, die sich selbst als Male identifizieren. 200. Ja, die Null, da reden wir nicht so genau drüber. Das sind alles arme Studierende im englischsprachigen Raum, die keinerlei BAföG-Anspruch hatten. Wir hatten keinen Zugriff auf andere Teilnehmer. Das waren nicht Teilnehmis, das waren wirklich Teilnehmer aus unserer Universität. Die Prozedur ist, dass wir mit den allerkleinsten Penis angefangen, dann mit den etwas kleineren und dann in die normalen messbaren Größen übergegangen sind. Die Messgeräte für die allerkleinsten waren wirklich schwierig zu beschaffen und teuer, aber nur dadurch konnten wir Signifikanz erreichen. Eine Frage? diese Frage darf ich Ihnen leider nicht beantworten. Wir haben sie zwar ursprünglich gemessen und mussten sie dann allerdings nach Beschwerden der Datenschutzbeauftragten aus der Studie entfernen. Die Penisse komplett oder nur die Teilnehmer? Die Teilnehmenden sind noch wohl auf, haben wir gehört. Allerdings ist die Quote der Terminauslastung der Psychologen irgendwie gestiegen. Das können wir uns auch nicht so genau erklären und dürfen wir auch nicht weiter darauf eingehen. Es tut mir sehr leid. Unsere Ergebnisse, Penis Size and Car Ratings. Speziell hat sich die Bewertung von Autos hiernach geändert, nachdem die Teilnehmer festgestellt haben, dass das alles gar nicht so signifikant ist, wie sie sich erhofft haben. Vielen Dank für die Zeit. Und vor allem haben sich die Gender-Selbsteinschätzungen im Laufe der Studie geändert, sodass die Signifikanz etwas schwieriger wurde. Allerdings zum Besseren, so wie wir hoffen. Außerdem wurde die Akzeptanz von ÖPNV immer höher. Genau, ihr seht schon, es geht runter. Das ist in diesem Fall nicht schlecht. Und zwar ist das der Vergleich zwischen denjenigen, deren Genderverständnis sich geändert hat und denjenigen, die es nicht getan haben. Denn denjenigen, deren Genderverständnis sich geändert haben, hier die Linie in Rot, sind diejenigen, die am Ende immer weniger sich für schnelle Autos und mehr für Züge und sowie für Katzenohren interessiert haben. Wir wissen noch nicht genau, was es mit diesem Link auf sich hat, würden es aber sehr, sehr gerne weiterhin erforschen. Ihr seht auch, die Effektzahl ist relativ groß. Allerdings sind die meisten Werte da ganz links. Das heißt, bei den meisten Menschen hat sich nicht viel geändert. Allerdings bei denen, die sich besonders sicher waren, dass sie sich eben geändert haben oder nicht geändert haben, gingen diese Linien immer weiter auseinander. Es ist vielleicht nicht ganz zu erkennen, warum das jetzt einen signifikanten Unterschied ausmacht, aber glaubt, es ist Mathe. Ja, da ist eine Frage. Ja, die Chunkbar wird befüllt, das ist sehr wichtig. Ist die Chunkbar-Kommunikation abgeschlossen? Ihr müsst nicht morsen, aber sehr gerne dürft ihr das natürlich. Okay. Self-Esteem und Luxury Products. Die spannende Frage war, dass diejenigen, die daran glauben, dass Self-Esteem ein relevantes Ding ist, genau eher glaubten, dass privater Transport ein Luxusprodukt ist. Das hat sich leider, diese Meinungen haben sich im Laufe der Studie geändert. Das war nicht das, was wir ursprünglich erforschen wollten, aber das, was herausgekommen ist. Genau, wir haben we increased our male participants' desire for sport cars. Man könnte jetzt meinen, dass die Menschen mehr Sportautos wollen. Tatsächlich haben sich weniger als Männer identifiziert, wie ich schon erwähnt habe. Und diejenigen, die geblieben sind, wollten noch genauso viele Autos wie vorher. Allerdings, und manche nicht. Und das hat dann, weil das ist wie Statistik funktioniert, sieht dann so aus, als würden Männer mehr Autos wollen. Tatsächlich identifizieren sich weniger Leute als Männer und die Verbleibenden
wollen eher Sportautos. Wir haben jetzt natürlich nicht, da wir ausschließlich mit Cis-Männern begonnen haben, wissen wir nicht, ob Trans-Männer auch Autos wollen, ob sich das am Ende ausgleicht oder nicht. Wieder hier folgende Studien folgen, hoffentlich. Genau. Oh, ja, hier ist noch eine Frage. Ließ sich diese Korrelation bestätigen bei der weiblichen Kontrollgruppe? Es gab keine weibliche Kontrollgruppe. Ich habe auch eine Frage. Da stand drin, dass die Teilnehmer 1,50 Euro gekriegt, 1 Dollar pro Pfund, Pfund haben, natürlich. Und dafür eingeredet gekriegt haben, einen kleinen Penis zu kriegen. Da stellt sich mir doch folgende Frage. Wir haben, die Studie ist bereits voll mit Menschen, die genau diesen Wunsch geäußert haben, was einer der Hauptgründe ist, warum unsere nächste Studie sich mehr mit Transfrauen statt mit Transmännern befasst, obwohl diese gerade forschungstechnisch relevanter wären. Sag uns nochmal deinen richtigen Nick. Mein Nick ist Blitter. Blitter. Ja. Vielen lieben Dank. Also ich fasse nochmal zusammen. Also bei den Leuten, wo ihr erfolgreich gesagt habt, den eingeredet habt, sie hätten einen besonders kleinen Penis, die wollen besonders große Autos. Und den ihr eingeredet habt, sie hätten relativ gesehen einen besonders großen Penis, denen waren auch kleine Autos recht. Habe ich das richtig verstanden? Nein, nicht ganz. Wir haben den Zusammenhang gemessen zwischen Penisgröße und Autovorlieben. Und das so ähnlich war unser ursprünglicher Aufbau, weswegen wir das so beschrieben hatten. Und dann haben sich im Laufe mit den Gesprächen mit unseren Forschern dann ergeben, dass sich manche Gender-Selbsteinschätzung geändert haben. Und dann konnten wir mit der Einschätzung ganz am Ende beobachten, dass diejenigen, denen ihre Penisgröße besonders dann nicht mehr wichtig waren, sich auch weniger für diese Sportsautos wichtig, diese Kategorie inkludiert Privatflugzeuge interessiert haben. Vielen lieben Dank, Blitter. Danke. Also, danke, danke. Das freut mich. Also ich bin hin und weg. Vielen Dank. Absolut hin und weg. Ob die Studie wirklich nötig gewesen wäre, wenn man sich den durchschnittlichen Porsche-Fahrer anguckt, ist nochmal ein separater Fall. Ich finde, die Studie war notwendig und sei es für die Individuen, die über diese Studie hinweg festgestellt haben, dass sie gar keine Cis-Männer sind. Wir haben einige Dankesbriefe erhalten. Ja, okay, das ist eine Begründung. Ich denke, wir können uns gerne am Montag über weitere Forschungsgelder unterhalten. Vielen Dank. Also, wir haben den Rest unseres Budgets an Katzenohren für das Büro ausgegeben. Es war nicht mehr viel übrig. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Wir hatten ja vorher schon Vorträge, wo relativ aggressiv beworben wurde, dass sie mehr Gelder brauchen. Hier wurde nur erwähnt, dass es weitere Studien geben sollen. Also ja. Unsere Unterstützung für weitere Forschungsgelder haben wir Sie schon mal. Wir bitten um Spenden in Form von Katzenohren für die lokale Katzenohrenverteilung auf unserer Büroebene. Der Verteiler war leider sofort alle. Aber. Zu viel Blut, über Päcker können wir reden. Wichtig ist immer, beim Feedback zuzuhören. Wenn wir hier über weitere Forschungsgelder reden, ganz klar, also ich denke, da wird es auch einen ausgiebigen, fünfstelligen Betrag von uns geben, dass es jemanden gibt, der eine vernünftige Präsentation erstellt, statt einfach nur dieses Abstract letztlich. Ja, Sie müssen verstehen, die Studien bewegen sich so schnell, dass wir unbedingt weitermachen müssen, dass wir leider gar nicht dazu kamen. Und außerdem, mein Kollege ist krank geworden und wir sind wirklich nicht mehr dazu gekommen. Also pass mal auf, ne? Diese Verteidigungshaltung beim Feedback, das geht überhaupt nicht. Bis gerade eben, ne? Ich habe angefangen mit, wir können schon aufhören, weil alles durch ist. Aber jetzt hier so in die Defensive zu gehen, das geht überhaupt nicht. Ich wollte nur erklären, ich entschuldige mich vielmals. Ich würde Ihnen ja gerne Katzenohren anbieten, aber leider waren die entsprechenden Katzenohren alle. Dort sehen Sie die Abwinkkatze, Hallo, weil Feedback. Das so oft benötigt wird, dass das es leider automatisiert wird, wenn ich weiß. Entschuldigung, ich wollte zu Ende reden. Vielen Dank. So, liebe Jury, vielen Dank für euer Feedback. Liebe Blitter. Dankeschön für deine Präsentation und deinen Abschiedsapplaus. Bitte sehr. Toll gemacht. Magst du noch was? So, ich erinnere mich, es gab noch einen Präsentationswunsch aus dieser Seite. Und
Also wir haben noch ein paar Dateien übrig, wenn ihr das seht. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit und Chunk übrig. Wenn noch weitere Wesen Dinge präsentieren wollten. Können wir das zweite Mikrofon fehlen haben? Oder wir nehmen das? Ach so, ja. Ah, ihr wollt zu zweit präsentieren? Ach gut, aus Paritätsgründen machen wir das. Ich kann das nicht wegnehmen, dann klaue ich euch das und gebe das dann gleich wieder zurück. Ja, das ist das Letzte, würde ich sagen. Also noch eine Präsentation? Diese hier und dann. Okay. So, dann sagt mir bitte noch, welche Präsentation hättet ihr denn gerne? Genau, wir hätten gerne also das ist jetzt übrigens die achte Präsentation. Die erste Primzahl, ich tue mir ein bisschen schwer damit, die zu berechnen. Ja, tut mir leid. Einfach raten. Also die 25048 und die 146 sind beides gerade, also das können keine Primzahlen sein. Und das sind auch gerade, die sind auch nehmen nicht. Nehmen wir doch die X01. Das nee, die X sind die schon präsentiert wurden. Dann nehmen wir die... Diese hier? Oder die da drunter. Die genau, da. Die könnte eine Primzahl okay. sein. Okay, die 358761, okay. Dann bereite ich das gerade vor. So... und ihr habt euch echt beschränkt. Es sind nur 20 Slides. Ich finde das wirklich gut. Und da sind wir jetzt auch wirklich gespannt. Also dann haben wir einmal... Das hier ist Professor Dr. Diula. Diula und... Dr. FXR, der Assistent. Diula und Dr. FXR. Ich muss das noch wahrscheinlich ein bisschen üben, bis ich das hinkriege. Ah, das Mikro möchte noch geöffnet werden, das zweite. Das zweite Handmikro. Okay, dann einfach direkt reinsprechen. Nee, dann guck noch mal auf die Knöpfe. Ist da vielleicht irgendein Mute-Knopf gedrückt worden? Ich bin eine Frau. Ja, und ich kann es nicht lesen. Ja. Probier doch jetzt noch mal reinzusprechen. Test. Ja, das ist klingt gut. Vorsicht, dann läuft noch ein Junkbote. So, und ist das meine? Dann ja. starten jetzt die 7 Minuten für die Lula und für Dr. FXRH. Ja, die beiden Namen da unten sind natürlich die Doktoranden, die die Präsentation gemacht haben. Warum sollten wir sehen selber die Slides machen? Zum ersten Mal. Also ich gebe vielleicht ein bisschen Hilfestellung. Soweit ich weiß, habt ihr euch mit Büchern beschäftigt und diesmal aber mit Bewohnern der Bücher, nämlich Pilze, die darauf wohnen. Genau. Denn dieses Konzept eines Buches, das mag den meisten vielleicht fast nicht mehr bekannt sein, das ist sowas, das hat meistens so ein Feature. Da kann man das aufklappen, das hat Papier, das macht Geräusche. Manchmal riecht das sogar gut, wenn man dran schnüffelt. Wenn es Kleber ist, nicht dran schnüffeln. Ich will hier keine, ne, dann belass das Bild beim Chunk. Super, dankeschön. Genau, also wir dachten uns so, geile Idee, Bücher, irgendwas, das keiner kennt, Pilze möchte auch irgendwie jeder haben. Wir schmuggeln mal diese Pilze in die Bücher rein. Findet man vor allem in unserer Universitätsbibliothek zuhauf, wo mal wieder jemand nicht auf die Bestände aufgepasst hat. Genau. Hier sind Vitamine für euch. Und was heißt das eigentlich? Wie sieht das dann aus? Wie könnt ihr also erkennen, wo ihr den besten Pilz in welchem Buch findet und macht der Spaß der Pilz oder macht der keinen Spaß der Pilz? Das sind nämlich die wirklich wichtigen Fragen, die uns hier doch in diesem Studium alle bewegen. Und wir haben tatsächlich ein paar Universitäten hier betrachtet und sehr Bücher dafür aufgeschlagen, nur zu eurem Wohle, und haben da verschiedene Pilzsorten und Arten gefunden. Interessanterweise hängt übrigens die Pilzart sehr stark davon ab, über welches Thema das Buch geschrieben ist. Also zum Beispiel Physikbücher sind im Allgemeinen etwas saurer und dadurch findet man da etwas andere Pilzarten. Und welche sind dann mehr verpilzt? Welche sind dann mehr verpilzt? Die Jurabücher. Vielen Dank. Entschuldigung, ich wollte euch nicht aus dem Konzept bringen. Die Jurabücher haben eine ganz tolle Eigenschaft gezeigt. Das kommt immer auf die Situation an. Deswegen, also ne, die Physikbücher, die waren so ein bisschen saurer, die Jurabücher sind tatsächlich so ein bisschen volatiler. Das ist der ganze Schweiß von den Studenten, die über den schwierigen mathematischen Formeln da... Okay, ihr schaltet die Präsentationsslide schon selber weiter, ne? Ja, wir schalten weiter. Gut. Ich muss nur sagen, wir hatten einfach eine Fable für die Pilze in den Informatik- und Mathebüchern, die waren toll. Großartig. So, genau. So sieht das tatsächlich aus, damit ihr dann auch wisst, auf was ihr achten müsst, damit ihr dann einen schönen Abend habt oder eben nicht.
Also bei uns, wie gesagt, Safety first, eine ganz wichtige Sache. Und bei uns kann sich wirklich niemand über zu wenig Bilder beschweren. Also vielleicht mögt ihr die Bilder nicht, vielleicht sind die nicht so schön, aber es sind Bilder da. Also falls sich jemand irgendwie jetzt wegen Angstzuständen nachher oder so, ich habe noch einen Handbestand an Büchern dabei. Kein Problem, kriegen wir alles hin. Genau. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Warum haben wir dann auch geschaut, wie kann das eigentlich passieren? Bücher sind so ganz komische Dinge. Das ist aber tatsächlich ein bisschen wie bei den PCs und den Laptops. Das kennt ihr tatsächlich, ne? Transfer, Wissenstransfer, ganz wichtig. Die können nass werden. Scheiße. Blöd bei Büchern, blöd bei PCs. Selbes Prinzip. Lasst Bücher nicht nass werden oder lasst PCs nicht nass werden. Das mit dem Reis ist übrigens eine Lüge. Genau wie die Vögel. Funktioniert nicht. Genau. Also nicht nass werden lassen, nicht warm werden lassen und ja, so. So haben wir das gemacht. Seht ihr das? Total toll mit Maske. Wichtig. Schützt euch. Bitte? Eine Frage? Ja, das ist für die Bücher kriegen normalerweise kein Covid. Ja, aber Masken sind wichtig. Genau, deswegen, das ist das Prozedere, wie wir vorgegangen sind. Das ist tatsächlich gar nicht so wichtig für das Endresult, Endergebnis. Deswegen, was haben wir gemacht? Wir haben Alkohol draufgegeben, trinkt Matt. Möchtet ihr Zwischenfragen zulassen? Selbstverständlich. Ja. Dann würde ich sagen, eins, solange es Fragen zwei, und nicht nur Kommentare sind. Drei. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Wie ist das mit dem Transfer des Schimmels vom Buch zum Käse? Weil das ist vielen Dank für die Frage, das ist großartig. Weißt du, wie man das macht? Da reiht man das Buch so richtig schön am Käse. Das ist toll. Also das ist auch eine sehr wichtige Transferleistung für die Klausur. Insofern sollten Sie sich das gut merken. Tut mir leid, aber die Frage kann ich nicht mehr zulassen, weil als Moderator muss ich ein bisschen Timekeeping machen. Und wir haben hier noch zwei weitere Fragen. Bitte. Also wie hier steht, sollten Sie vor allem dabei achten, dass Sie immer genug Alkohol getrunken haben, während Sie die Bücher anfassen, das desinfiziert. Finde ich eine sehr gute, genau. Sehr praktische Anleitung. Bitte schön. Und wenn ich gar nicht in die Bücher gucke, ist das auch Datenschutz? Das kommt sehr auf den Inhalt der Bücher an. Und den Buchrücken. Ich finde aber, wir sollten noch mal so ein bisschen, also ihr seid jetzt auf Slide 6 von 20, ja. Mit 1,18 übrig. Wir sollten noch mal zum Ethylenoxid zurückkommen, bitte. Ja, aber das Ding ist ja, die müssen ja was lernen, die Studenten. Ja, aber ja, genau. Euer Thema. Also, wir haben uns verschiedene Fragen gestellt, ne, so wie ihr jetzt leider, und die uns leider hier irgendwie verwehrt werden. Ne? Lernerfolg ist offensichtlich auch von den Menschen hier abhängig. Die haben auch viel Recherche gemacht, das sehen wir gleich auf der nächsten Slide. Möchtest du nicht vielleicht so ein bisschen Vitamine zu dir nehmen? Ja, ich gucke schon auf die Zeit, ist schon okay. Nix da, nix. Mein Fairphone. Genau. Also, wir haben hier einmal den Report von Professor Dr. Habil. Streptokokken komplett abgebildet. Der wurde so veröffentlicht in einem Journal. Leider ohne weitere Quellen. Dementsprechend konnten wir leider auch nichts damit anfangen. Aber da hat sich was getan danach im Zeitablauf. Genau, da hat sich nämlich was getan. Und nach einer Zeit ist ihm aufgefallen, war alles scheiße, was ich gesagt habe. Also, neues Ergebnis. Das war 2009, ne, so diese Entwicklung bis 2010. Der wurde sich dann klar so, hey, manchmal ist weniger mehr. Deswegen, Männer und Bücher. Also mein Assistent ist großartig. Vielen Dank an meinen Assistenten. Einen Applaus für meinen Assistenten, bitte. Genau. Und die Lo ebenfalls. Deswegen. Das ist jetzt dein Applaus. Liebe Jury, dann gebe ich euch. Achso, nee. Ja, ihr sollt doch die genau. Gelegenheit haben, was dazu sagen okay. zu können. Ja, also wir drei konnten uns ja im Vorhinein schon einen Eindruck dieser Präsentation und ihren Ergebnissen machen. Die Ergebnisse sind vor allem in den späteren Slides ja sehr beeindruckend, aber gleichzeitig haben Sie sich jetzt hier gerade von unseren
Studierenden so sehr ablenken lassen mit Fragen, die einfach in 10 Folien beantwortet werden. Gerade Sie als Experten auf diesem ganzen Gebiet müssten doch eigentlich wissen, dass in Ihrer Folie alles beantwortet wird. Warum lassen Sie solche Fragen zu? Ich meine, es ist das einfachste... Sonst gucken die Leute doch sowieso nur die Videos auf YouTube. Genau, es ist einfach wichtig, den Leuten die Option zu geben, Fragen zu stellen, weil... Hallo. Das war Feedback. Ja, das ist keine Frage. Das ist Feedback. Oder Feedback. It's not acknowledged in this auditorium. Und dann versuchen Sie uns davon zu überzeugen, wir sollen mit Ethylenoxid weiterarbeiten. Was haben Sie uns alle verschleiert? Wer weiß nicht, was Ethylenoxid ist hier in dem Auditorium? Ich kann es Ihnen erklären. Ne? Seit 1991 wurde uns auch verschleiert, ist Ethylenoxid für die Pflanzenbehandlung in der EU nicht zugelassen. Warum? Das Zeug ist krebserregend und genmanipulierend aktiv. Warum sollen wir das jetzt plötzlich für Bücher verwenden? Dass man das bis 2005 für Bücher verwenden durfte, ist schon verwunderlich. Aber also Menschenleben geht doch... Also Bücher kriegen verlebt. Normalerweise keinen Krebs. Ja, aber warum muss ich dann wegen dem bisschen Schimmel das Zeug verwenden? Für die technische Performance... Sie hätten sich schon besser abstimmen müssen während Ihrer Forschung. Also dieses Hin und Her hat gar nicht funktioniert, finde ich. Also ich finde, Sie sollten sich trennen und dieses Zusammenarbeiten. Aber man muss gelten lassen, Sie haben besonders viele Bilder gehabt. Die wurden zwar nicht mehr gezeigt, aber es waren ganz viele Bilder drin. Der Schimmel auf dem Käse. Also was in der Präsentation eindeutig fehlte, war jedwede Information an die Studierenden, was denn nun klausurrelevant ist. Weil Sie wissen ja jetzt gar nicht genau, worauf es hinausgeht. Schauen Sie mal. Haben Sie das gerade gehört, den Einruf? Ich habe von Ihnen ein Danke gehört und das Feedback angenommen. Wow. Vielen lieben Dank, liebe Jury. Einen Punkt hätte ich noch. Vielleicht letztes Slide gegenüber das Thema Männer und Bücher. Vielleicht sollten wir die letzten beiden Präsentierenden zusammenbringen und könnten da eine größere Studie in diese Richtung in die Wege leiten. Also vielleicht sollten wir auch Michelle, auch wenn Plagiatsvorwürfe im Raum sind, da auch nochmal einbringen. Ich meine, es geht hier um Schimmel, da ist die Betrachtung von Käse auch sehr relevant und ich glaube, Michelle ist eine wesentlich größere Expertin im Bereich des Käses als in ihrem eigentlich, also offiziellen Forschungsgebiet. Ja, also was ich ganz klar sagen muss, nachdem ich das... Käsebuffet hier eindeutig und vollständig abgescannt habe. Es fehlt der Edelschimmelkäse. Wir haben das als Danke verstanden. Das heißt eigentlich, du fragst nach Büchern. Genau, ich hätte gerne Bücher, um meinen Käse einzulegen. Ich sage vielen lieben Dank an den Assistenten FRXRH und ich sage vielen lieben Dank an die Lula. Diula, Entschuldigung. Und natürlich auch der Jury. Und jetzt kommt der spannende Moment. Alle Vortragende bitte nochmal hier vorne auf die Bühne, damit wir mit Applausometer dann feststellen können, wer der Gewinner des Free Chunk von unserem heutigen Abend ist. Bitte stellt euch in der Reihenfolge auf, wie ihr präsentiert habt. Bitte in der Reihenfolge der Präsentation, von links bitte der erste Präsentator. Wer hat's? Vom Publikum aus links, also auf dieser Seite die Person, die zuerst präsentiert hat und danach die zweite Person. Genau, erste Person, zweite Person, dritte Person, vierte, ich glaube, das passt sogar so in etwa. Und dann seid ihr da gewesen. So, liebes Publikum, bitte gebt uns jetzt den Applaus für die erste Präsentation. Danke. Bitte gebt uns jetzt den Applaus für die zweite Präsentation. Vielen Dank. Bitte gebt uns jetzt den Applaus für die dritte Präsentation.
Irgendwer klatscht ja die ganze Zeit, der hat es nicht kapiert. Bitte gebt uns jetzt den Applaus für die vierte Präsentation. Und jetzt bitte den Applaus für die fünfte Präsentation. Ah, da höre ich schon eine leichte Tendenz heraus. Jetzt bitte einen Applaus für die sechste Präsentation. Ah, ich glaube, im Moment hast du die Nase vorn. Und jetzt bitte den Applaus für die siebte Präsentation. Ah, also, liebe Jury, was sagt ihr denn? Wer hat die Nase vorn? Das Applausometer ist ehrlicherweise ein bisschen scuffed, weil wir haben hier so ein paar Personen, die können sehr laut klatschen. Aber ich denke, also wir als Jury und die Experten auf dem Gebiet, vor allem unser geschätzter Herr Professor Dr. Hase, wir haben zwei Präsentationen, bei denen wir uns definitiv nicht entscheiden können, welche jetzt besser sind. Die sind beide extrem gut. Lassen das unsere Ressourcen zu, zweimal zu prämieren? Definitiv. Im Zweifel helfe ich nach. Also da lassen wir unsere Forschungsgelder auch nochmal springen für einen Preis. Da muss man jetzt nicht Rücksprache mit der MMCD, also dem Ort im Ganzen hier. Das kriegen wir schon hin. Das Ganze wird von, also auch, das muss man auch nochmal honorieren, trotz der Plagiatsvorwürfe finden wir, dass die Performance von Michelle extrem gut war. Die Katze Michelle, die Dampfkatze. Ja, genau, Dampfkatze. Und als zweiter, erster Platz gilt ganz klar Klitte. Ja, ich fürchte, damit hat die Jury gesprochen und damit begebt ihr euch bitte zur wie heißt ihr Bar nochmal? Zur Chunk-Bar, genau. Um euch entsprechend zu versorgen. Die jetzt keinen Preis bekommen haben, ihr könnt euch gerne noch mit den flüssigen Vitaminen trösten. Vielen lieben Dank zur PowerPoint-Karaoke auf der MRM-CD 23. Danke. Und vielen lieben Dank auch an euch. So, das war's.